Das ist das Hinterzimmer. Mit diesen Hintergründen. Die haben quasi die Apokalypse prophezeit, wo wir 4 Tage vorher gesehen haben, die wird nicht eintreten. Und sie haben es mit Worten gemacht, die waren relativ heftig. Das Infektionsgeschehen hat sich durch den 30.03. und den Auftritt vom Bundeskanzler überhaupt nicht beeindrucken lassen. Das wäre komplett gleich gelaufen, ohne Eskalation. Sie spülen uns das vor oder sie erzählen uns in dem Fall eine Geschichte. Also ich glaube, die jetzige Regierung setzt unglaublich auf das Geschichtenerzählen. Wir sind ja nicht dumm, ja? Sondern ich glaube, gerade die Österreicher und Österreicher würden sehr, sehr viel verstehen, wenn man es ihnen ordentlich erklärt, vor allem wenn man es authentisch und richtig macht. Ja? Aber die Politik kann das nicht mehr. Die sind inszeniert. Das ist ein Bühnenstück. Wann reden wir endlich wieder über Gesundheit? Ja? Weil das ist ja das, was uns ausmacht. Wir sind in Europa wahrscheinlich das Land, wo die Wissenschaft am wenigsten Daten kriegt, um diese Pandemie zu erforschen, was ja in Vorbereitung der nächsten Virensaison komplett verrückt ist. Ja? Also was wir ja gerade erleben, ist ja Message Control Ende nie. Jetzt wird wieder die Geschichte erzählt, ja, es waren irgendwie die heilenden Hände des Messias, ja, oder von wem auch immer, der dazu geführt hat, das ist natürlich ein Blödsinn. Um der Fürst, ja, der glänzt, und er gibt dann quasi seine Lehen her und alle seinem Fürst, alle Untertanen, ja, dienen ihm, ja, und es ist wirklich, es ist so sichtbar, also es ist unglaublich, wie das sichtbar wird in einer Pandemie. Wir werden uns was überlegen müssen im Winter, aber ich will nicht, ja, ich will nicht, dass im Winter noch einmal eine einzige ärztliche Ordination geschlossen wird, ein einziges Krankenhaus geschlossen wird oder ein Reha-Zentrum geschlossen wird. Das Hinterzimmer ist sowieso Hinterzimmer Rocks, habe ich mir schon. Es war der 30. März 2020, der Tag, an dem die Masken kamen und an dem die Politik die Ebene der Sachpolitik verlassen und begonnen habe, auf Inszenierung und Rituale zu setzen, meint Martin Sprenger. Er war bis zu diesem Tag im Einsatzstab der österreichischen Bundesregierung zur Bekämpfung des Coronavirus. Er ist ausgestiegen, freiwillig. Die Politik sei nicht mehr den Ansichten der Wissenschaft gefolgt. Diesen Podcast haben wir am 25. Mai per Livestream auf unseren Hinterzimmerkanälen auf Facebook und YouTube übertragen. Das hier ist der komplette Mitschnitt dieser Live-Session. Übrigens, der Hinterzimmer-Podcast finanziert sich ausschließlich über eure Unterstützung. Macht dies bitte weiterhin unter hinterzimmer.tv/support. Das hilft uns sehr. Vielen Dank. Okay, die Systeme laufen. Martin? Offiziell willkommen im Hinterzimmer. Yes, live. Wir sind live. Ja. Da kommt sogar der Ton heraus. Und wir werden natürlich YouTube und Facebook mitschauen oder ich werde es machen und je nachdem, wie sich die Community einloggt, natürlich die Fragen mitnehmen. Vielleicht können wir ganz am Anfang einmal danke, dass du da bist. Ja, super. Danke für die Einladung. Super, wir haben es ja eigentlich ausgemacht. Ja. Ja. Ich habe auch damals schon sehr, sehr schnell von dir die Zusage. Ja. Einfach auch, wenn es wieder geht, vorbeizukommen und live dabei zu sein. Ja, super. Na, gefällt mir. Danke. Also ich finde das Projekt großartig, ja. Das muss ich auch sagen. Ja. Also, das war sicher auch mit der Grund, dass ich gleich zugesagt habe beim ersten Mal. Okay. Ja. Hinterzimmer live jetzt. Ja, schauen wir, was passiert. Vielleicht können wir davor klären, Tirol hat dich jetzt beruflich oder privat hergebracht? Ich bin da bei meinen Eltern. Die wohnen da irgendwo oben in die Berge, ziemlich weit oben, auf fast 1300 Meter. Und es ist der erste Besuch. Seit wann eigentlich? Seit Ende Februar. Also lang eigentlich, ja. Eher untypisch lang. Mhm. Nicht zu Hause gewesen. Wobei, ich war schon früher hergefahren, aber jetzt hat es irgendwie nicht ganz gepasst in den letzten Wochen. Aber jetzt passt es super. Ja. Na, taugt mir. Jetzt schauen wir, also in der Community bei uns auf der Hinterzimmerseite war schon relativ viel los, wie wir angekündigt haben, dass du vorbeischaust. Wie ist dir jetzt in den letzten Tagen oder Wochen gegangen, nachdem du ja als ehemaliger Mitarbeiter dieser Taskforce eine doch kritische Position eingenommen hast? Ja, interessanterweise finde ich meine Position gar nicht so kritisch, ja, sondern es ist halt eine typisch gesundheitswissenschaftliche Position, ja, die schaut halt sehr auf das ganze Bild, also versucht irgendwie alle Parameter im Blick zu haben und jetzt nicht nur das virale Geschehen, sondern ich schaue durchaus auch auf ökonomische Dinge, obwohl ich jetzt nicht kein Ökonom bin, aber Wirtschaft und Arbeitslosigkeit hängen halt sehr eng mit Gesundheit zusammen. Und dann schaue ich halt auch auf die Regelversorgung, weil ich bin ja Allgemeinmediziner und mir ist es halt schon wichtig, dass die anderen akuten und chronischen Erkrankungen gut versorgt sind. Und solche Dinge habe ich dann thematisiert. Wenn das als Kritik verstanden wird, dann okay, aber es ist eigentlich eher, es ist einfach eine andere Art, auf die Dinge zu schauen. Ja.
Hat er das Widerstand schon eingebracht, diese andere Art? Oder ist das in diesem Diskurs normal? Ja, also ich glaube, eine Public Health Sichtweise oder so eine gesundheitswissenschaftliche Sichtweise stößt immer ein bisschen auf Widerstand, weil im Gesundheitsbereich ist man es eher gewohnt, auf der Behandlungsebene die Dinge zu betrachten und dann auch zu schauen, ob eine Therapie, Diagnostik und Public Health schauen sich Dinge eher auf einer Bevölkerungsebene an. Das sind zwar die gleichen Dinge wie zum Beispiel Diabetes oder Übergewicht, aber die Schlüsse, die wir daraus ziehen, sind einfach andere. Wir sind eigentlich welche, die relativ rasch dann eher auf die Verhältnisse schauen, anstatt aufs Verhalten. Und wenn man auf die Verhältnisse schaut und auf sowas wie gesundheitsfördernde Lebenswelten oder eine gesundheitsfördernde Gesamtpolitik, dann ist man halt relativ rasch bei der politischen Verantwortung. Während die Politiker immer sehr die Eigenverantwortung in den Vordergrund rücken, tun halt Public Health sozusagen auch immer die politische Verantwortung in den Vordergrund rücken. Und das ist halt auch in einer Pandemie nicht anders. Ja, also vielleicht eckt man auch dadurch an. Ja, also man konzentriert sich schon sehr stark darauf, wie politische Entscheidungen getroffen werden. Ja. Wie nimmst du dann die Berichterstattung über das Ganze wahr? Das wär eine spannende Frage. Dazu solltest du mal eine Medienwissenschaftlerin einladen. Ja? Aber also einfach als Konsument. Ja? Also ich bin ja natürlich auch Medienkonsument wie jeder andere. Vielleicht in den ersten Wochen, oder wo es sich zugespitzt hat, sagen wir es mal so, also in der zweiten Märzhälfte, war ich doch verwundert, dass manche Medien so eskalieren. Ja, auch in den Titels, also in den Schlagzeilen, genau, oder wie das Titelblatt gestaltet ist und welche Fotos und Bilder da verwendet werden, da habe ich mir gedacht, boah, das ist schon heftig. Ja. Was habt ihr vor? Ja, also, weil ich mir schon gedacht habe, das macht ja auch was in den Köpfen der Menschen. Dann so Anfang April habe ich mir eigentlich darauf gewartet, wann kommen jetzt die ersten Medien, die versuchen einmal auch andere Themen wieder zu spielen. Ja, also es geht ja eben um die vorher erwähnten Dinge. Das hat relativ lang gedauert. Also ich würde mal sagen, es war also Ö1, finde ich, das war immer so ein Fels in der Brandung, weil die immer schon versucht haben, die Pandemie sehr differenziert zu betrachten, muss man ehrlich sagen. Aber ansonsten so eher die Qualitätsmedien, die sind dann schon eingestiegen, ja. Weil du hast ja, wenn du ein öffentliches Statement abgegeben hast, durchaus auch die Politiker beim Namen genannt, wie Sebastian Kurz, und hast gesagt, der hat irgendwann begonnen, die sachpolitische Ebene zu verlassen und auf Inszenierung und Bilder zu setzen. Ja, wobei die Geschichte ist ja eigentlich recht spannend, ja? Weil wie ich die Taskforce verlassen habe, ja, das durchaus mit diesen Dingen zusammenhängt, über das können wir dann gerne noch reden, war es dann eigentlich ein reiner Zufall, dass das eben dann zu diesem Addendum-Artikel gekommen ist, das ja eigentlich nur ein verschriftlichtes Interview war, das man irgendwie fast eins zu eins einfach online gestellt hat. Und das wiederum hat dazu geführt, dass der Armin Wolf in einer ZIP 2 meinem Namen, quasi dem Sebastian Kurz, ins Gesicht sagt. Und das hat dann wirklich viele Steine ins Rollen gebracht. Ja. Also da ist dann schon einiges passiert. Ja. Und da war eigentlich dann irgendwo der Punkt, wo ich dann vor der Entscheidung gestanden bin, halte ich mir jetzt raus, ja, oder steige ich zumindest kontrolliert ein. Kontrolliert ein heißt, also ich selber entscheide, wo ich es mache. Also rede ich mit dem Standard, rede ich mit dem Falter und was mache ich. Ich habe ganz wenig Medienauftritte gemacht, eher was Schriftliches, weil ich mir gedacht habe, das kann ich irgendwie noch besser kontrollieren und was verweigere ich einfach. Also von mir hast du sicher nie eine Kronenzeitung-Interview gelesen oder sowas. Das verweigere ich einfach. Ja. Und weil du auch Bedenken wegen der Verknappung hast? Oder willst du in dem Medium gar nicht vorkommen? Weil ich glaube einfach, da habe ich zu viel Angst, dass ich damit nicht gut genug umgehen kann. Ja. Und man dann relativ rasch in ein Eck kommt, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Ja. Also das ist eher, glaube ich, schon ein bisschen so schon ein Respekt. Ja. Also ich glaube, mit Medien umzugehen, das muss man schon auch können. Und habe mir gedacht, mach es dosiert, mach es kontrolliert. Aber ich glaube, es war okay. Ja. Also es war bis jetzt eigentlich nichts dabei, wo ich mir gedacht habe, das war jetzt ein Riesenfehler. Ja. Und es waren durchaus jetzt gerade jetzt in den letzten letzten Woche, also da war das Interview mit der Tiroler Tageszeitung, mit dem ich lange gerungen habe, aber dann habe ich mir gedacht, der Michael Sprenger ist zum Beispiel jemanden, den ich schätze, vom Namen her und auch von seinen Sachen her, mit dem mache ich es. Und es war noch ein Interview mit den Vorarlberger Nachrichten, da habe ich mir auch gedacht, okay, mache ich. Und da muss ich sagen, also ich habe ja noch nie so viel mit Journalistinnen und Journalisten zu tun gehabt,
Und das waren immer spannende Gespräche, waren immer sehr wertschätzende Gespräche. Und da war nie irgendwas dabei, wo ich mir nachher gedacht habe, da hat mir jemand irgendwie ja, falsch dargestellt. Das war, habe ich auch immer die Möglichkeit gehabt, die Dinge zu lesen. Wobei ich einer bin, der ungern fremde Texte verändert. Also ich lasse die meistens so, wie sie sind. Auch wenn dann natürlich in der Schlagzeile meistens sozusagen die Schneekette kommt natürlich oben rauf. Ja, und der Super-GAU kommt natürlich oben rauf. Das ist halt einfach so. Ich meine, mit dem muss man leben. Und die Wörter lasse ich dann auch drinnen, weil ich mir denke, die passen schon so. Ja. Also man darf dann ruhig ein bisschen Pfeffer drinnen sein. Ja. Ja, das ist auch für mich immer wieder schwer, ja. Was macht man sozusagen zur Schlagzeile? Aber warum glaubst du, weil ich würde dann gern in dieses Zeitfenster 26. März bis 30. März zurückspringen, weil du in deinem kommenden Buch, das im Juni, glaube ich, rauskommt, von Schlüsseltagen sprichst oder von dem Schlüsseltag. Aber warum sind andere Taskforce-Mitarbeiter nicht auch ausgestiegen? Warum warst du der Einzige, der gesagt hat, das reicht mir an der Stelle? Ja, das kann man ja durchaus auch kritisch sehen. Ja? Also wenn jemand sich irgendwo zurückzieht, ja, dann ist das natürlich auch ein bisschen ein Eingeständnis, ja, dass man sich nicht durchsetzen konnte oder mit seinen Standpunkten nicht durchgekommen ist. Und das war sicher der Fall. Ja? Also das muss ich durchaus auch selbstkritisch sehen. Ja? Also Also wenn ich noch einmal die Chance hätte, ja, also wenn man das Ganze so täglich grüßt das Murmeltier, ich glaube, ich würde es ein bisschen anders anlegen, ja, weil man, ich war schon in einigen Beiräten drinnen, aber das war natürlich ein ganz besonderer, ja, und würde ein paar Sachen anders machen, ja. Aber es ist halt auch schwierig, wenn über 20 Personen, vor allem dann, wenn es online ist, das muss man sich ja vorstellen, 20 Leute in einem Online-Meeting, ja, wo man aufpassen muss, dass man nicht nur durcheinander redet. Da haltet sich natürlich meistens die Person sehr zurück, die jetzt nicht so vom Namen her bekannt ist. Und außerdem muss man auch sagen, dass die sich zu Wort gemeldet haben, haben oft sehr, sehr gute Statements abgegeben. Ja, also da waren schon wirklich gute Leute in dem Beirat. Ja. Aber warst du oder von deiner Persönlichkeit eher der Typ, wenn dann richtig, also so ein bisschen impulsiv und wenn das nicht gehört wird, dann fühle ich mich dort vielleicht nicht unbedingt nützlich? Nein, also das würde ich so nicht sagen. Also face-to-face funktioniere ich viel besser. Ja, und da hast du ja auch meistens nur ein oder zwei Wortmeldungen. Die habe ich aber, glaube ich, gut angebracht. Ja. Und sonst habe ich es bei E-Mail probiert. Also gerade jetzt, wo ich quasi die Chronologie für mich selber niederschreibe und auch meine ganzen eigenen E-Mails und Texte sichte, sehe ich schon, was ich alles probiert habe. Also so wenig war das nicht. Ja. Und auch wirklich versucht, sehr gut zu argumentieren, warum ich einen gewissen Standpunkt habe. Und wenn ich in der Online-Meeting nicht durchgebracht habe, habe ich es meistens per E-Mail noch einmal an alle geschickt. Ja. Also wirklich auch sauber ausformuliert, gut argumentiert, mit Quellen versehen. Aber noch einmal, es wäre wahrscheinlich besser gegangen, wenn man zum Beispiel Allianzen schmiedet mit Leuten, die ähnliche Sichtweisen haben. Da fährt man zum Beispiel der Franz Allerberger ein, den ich unglaublich schätze. Ja? Und wo mir das nicht gelungen ist, obwohl der, also es hat kein einziges Statement gegeben von ihm, wo ich nicht gesagt hätte, du ich sehe das genau so, ja? Also genau gleich. Ja? Das ist natürlich auch, weil er eine ähnliche Sichtweise hat. Ja? Und so gesehen, ich bin ausgestiegen, es ist eine Bioethikerin eingestiegen, eigentlich eine Juristin, aber die Bioethikerin auch ist. Und also perfekt ersetzt. Ja? Das, genau diese Perspektive hat ja auch gefehlt. Und die Public Health Perspektive ist ja eigentlich durch den Allerberger eh vertreten. Und ich hätte mir nur gewünscht, dass ab Anfang April noch mehr andere Perspektiven drinnen sind. Wir haben jetzt zum Beispiel in der Taskforce 18 Mitglieder und davon sind nur 5 Nichtmediziner, ja. Was ja eigentlich jetzt im Mai nicht mehr adäquat ist. Aber wenden wir uns mal diesen Schlüsseltagen zu, weil ich glaube, das ist... Ja, eben, aber das war, ist ja interessant, weil die Frage ein bisschen aufgetaucht ist, ob du dich darin nur in deiner Ansicht nicht mehr wiedergefunden hast oder ob generell dort deine Ansicht war, die Politik nicht mehr vertreten hat. Ja, Beirat ist ein Beirat. Ja. Also ein Beirat ist trifft keine Entscheidungen. Ja. Das genau, ist schon, spricht Empfehlungen aus. Spricht Empfehlungen aus und ich glaube, muss immer Respekt haben vor der Politik, die Entscheidungen treffen muss. Ich glaube, das muss immer da sein. Aber auch Politik muss auch Respekt haben vor jemandem, der kritisiert, vor allem wenn er es auf eine Art macht, die man auch nehmen kann. Ja. Und ich glaube, meine Kritik war nie polemisch, ja, war immer versucht, sachlich zu sein. Und auf was der Kurz ja so allergisch reagiert hat, war ja eigentlich nur meine Aussage, dass ich gesagt habe, die Bundesgärten hätten offen bleiben sollen und eine Ansteckung im Freien ist quasi ausgeschlossen. Ja. Also das ist inzwischen also mehr als bestätigt, ja. Und so gesehen war es eine sachliche Kritik, ja. Also auf die hätte man nicht so allergisch reagieren müssen. Aber ja, ich kann auch damit leben. Aber das,
ja, das ist, glaube ich, auch sozusagen, das ist auch normal, dass in einem Beirat, wo viele, viele verschiedene Personen drin sind, auch verschiedene Positionen vertreten werden. Also ich habe das Niveau immer sehr hoch gefunden, solange ich dabei war. Und auch die, also, ich habe es nur, es war halt zum Schluss auch fast ein bisschen eindimensional, ja, weil es eben diese medizinische Perspektive so dominant war. Ja. Und ich denke mir, jetzt geht es halt um ganz, ganz andere Dinge. Ja. Wir merken es ja gerade. Ja. Also es geht um so viele andere Bereiche in der Gesellschaft inzwischen. Und das hätte man halt schon recht früh reinbringen sollen. Und dann würden wir, glaube ich, jetzt auch vom Diskussionsstand her schon ganz woanders sein in Österreich. Weil da sieht man jetzt genau, warum dieser 26.3. auch so ein Schlüsseltag war. Weil dort, laut der Einschätzung in eurer Taskforce, war es ja so, dass wenn man diesen Lockdown, der sich als richtig herausgestellt hat, weiterzieht, nehmen auch andere große Bereiche im gesellschaftlichen Leben Schaden. Ja. Da gab es Niki Popper, den Modellierer, der gesagt hat, man muss auch auf ökonomische, soziale, psychologische Gesichtspunkte schauen. So einen Lockdown weiterzuziehen, schadet dem restlichen Leben viel mehr, als es vielleicht der Lockdown weiterbringen kann. Ja. Diese Ansicht gab es zum 26.3. Ja. War man sich, wie sicher war man sich, dass der Lockdown eigentlich den Zweck erfüllt hat und man jetzt eigentlich die Maßnahmen, die getroffen wurden, lockern könnte? Wie sicher ja. wart ihr euch? Also ich würde mal sagen, das ist schon allen immer bewusst gewesen, ja, dass wenn man eine Gesellschaft einen Lockdown oder einen Shutdown von einer Gesellschaft macht, dass das nicht spurlos vorübergeht an anderen Bereichen. Ja. Also ich glaube, das ist bei jedem klar. Ja. Also das, rückblickend, ja, ist der Shutdown, ja, also das muss man, versuch's einmal ein bisschen zu zerlegen, ja. Mhm. Also das, was wirklich schon einmal viel gebracht hat, war das Absagen von Großveranstaltungen, ja, und Veranstaltungen nicht mehr zu ermöglichen, wo sich viele Leute gleichzeitig anstecken können, ja. Also das war alles schon vor dem 12. März, ja. Dann, was auch sehr viel gebracht hat, war natürlich schon, dass die Leute auch gemerkt haben, boah, ja, jetzt müssen wir ein bisschen mehr auf Distanz gehen, ja, ein bisschen aufpassen, uns auch um Hygienemaßnahmen kümmern. Das hat auch schon sehr viel gebracht. Ja. Dann haben wir die Schulen und Geschäfte geschlossen. Das hat wiederum sehr viel gebracht. Und der Lockdown an sich hat nur noch einmal die Kontaktzahl deutlich reduziert. Ja. Und wir haben sie so massiv reduziert, eigentlich schon vom 12. März, obwohl die Covid-19-Verordnung ist erst am 16. März in Kraft getreten, aber mit dem Wochenende war sie eigentlich schon in Kraft. Ja. Dass wir dann am 26. März, also 10 Tage später, 10 Tage nach der Covid-19-Verordnung, ganz genau gewusst haben, dass das Infektionsgeschehen aber schon so zurückgeht. Ja. Also der Peak im Infektionsgeschehen war da schon überschritten. Er war nur am Dashboard, also die positiv getesteten Fälle, die immer abhängig von der Anzahl der Tests, die man durchführt, da war der Peak noch nicht erreicht. Aber es war vollkommen klar, ja, auf den Intensivstationen und in der Krankenversorgung passiert da nichts mehr, nicht einmal mehr annähernd. Ja. Und also das Ziel des Lockdowns war erreicht am 26. März. Und zwar nicht zu 99%, sondern zu 100%. Ja. Das war fix. Und das hat man auch gespürt, glaube ich, so ein bisschen in der Stimmung. Ja. Man war sich eh sicher, dass das funktioniert. Ja. Aber wenn man es dann auch sieht, dass es funktioniert, ist man schon erleichtert, weil da geht es wirklich um sehr, sehr viel. Und an der Sitzung, das muss man auch noch dazu sagen, ja, da haben ja sowohl der Gesundheitsminister teilgenommen, als auch der Bundeskanzler. Also es war eine Online-Sitzung, sehr große, mit ganz vielen Teilnehmern. Aber da waren wirklich alle maßgeblichen Personen anwesend. Und da ist, also da war schon noch sehr ernsthaft, aber auf der anderen Seite war auch klar, so, das haben wir jetzt einmal geschafft. Ja? Also da passiert uns jetzt einmal nichts mehr. Ja? Und jetzt müssen wir halt schauen, wie wir weiter tun. Ja? Weil du sagst, also da war klar, die Zuwachsrate bei Neuinfektionen ist sehr gefallen, die Verdoppelungszeit ist nach oben gegangen. Genau. In österreichischen Intensivstationen lagen zu dem Zeitpunkt 96 Personen. Die Abflachung ist also extrem gut gelungen. Ja, gewaltig. Extrem gut gelungen. Also wirklich. War das damals einhellige Meinung, man kann die Maßnahmen lockern? Beziehungsweise eben die Empfehlung dieser Taskforce? Also ich würde es anders formulieren. Es war eigentlich einhellige Meinung, dass man die Maßnahmen nicht verschärfen muss. Also ich würde es so sagen. Also die Maßnahmen, die man gesetzt hat, die reichen wirklich aus, dass die Kurve ganz flach ist. Ja, ganz, ganz flach ist. Ja, und flach heißt, dass eben die Kapazitäten der Krankenversorgung und Intensivversorgung nicht überschritten werden. Und die sind nicht einmal annähernd überschritten worden. Ja. Und man war einhelliger Meinung, dass die Maßnahmen nicht verschärft werden müssen. Ja. Also lockern war jetzt da noch nicht in Sicht, aber es war klar, wir werden bald einmal auch über Lockerungen nachdenken. Ja. Und dann ist Folgendes passiert. Die vier Herren, Nehammer, Kurz, Anschober
und Kogler treten vor die Medien. Am 30. März, ja. Am 30. März. Unglaublich, ja. Und machen genau das Gegenteil. Ja, Wahnsinn. Also ich hab die Pressekonferenz zufällig gesehen, nicht die ganze, sondern nur den Anfang, weil ich dann ein Telefonat geführt habe. Ja. Aber den Anfang habe ich gesehen. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich bin wirklich in einem falschen Film. Ja. Weil sie haben eigentlich etwas skizziert, was, wenn überhaupt, dann vielleicht zum 10. März, also genau in diese Phase gepasst hat, wo man so diese Bilder aus der Normandei gesehen hat, wo wir uns nicht entschlossen haben, was wir jetzt tun in Österreich. Aber selbst da wären das heftige Sachen gewesen, was da gesagt worden sind. Aber am 30. März war das vollkommen unpassend. Ja? Also die haben quasi die Apokalypse prophezeit, wo wir 4 Tage vorher gesehen haben, die wird nicht eintreten. Und sie haben es mit Worten gemacht, die waren relativ heftig. Wobei, ich würde den Anschober rausnehmen, weil der Anschober hat das nicht gemacht. Ja? Sondern der Anschober hat eigentlich bei der Pressekonferenz eher darauf hingewiesen, was jetzt zu tun ist, nämlich die Pflegeheime besser schützen, ja, schauen, dass genügend Schutzausrüstung in den Ordinationen ist. Also man kann ja die Pressekonferenz nach wie vor komplett anschauen. Man kann sie sich komplett anschauen. Und man kann sich auch die ZIP Spezial anschauen, die um 7:45 am Abend angefangen hat, wo dann der Bundeskanzler mit 2 Journalisten relativ lange noch einmal redet. Und da verwendet er wirklich eine Sprache und Sätze, die nachträglich erschüttern, ja. Ja. Ich habe es immer noch mal rausgeschrieben. Er hat damals von der Ruhe vor dem Sturm gesprochen. Ja. Er hat gesagt, bald wird jeder jemanden kennen, der an Corona gestorben ist. Und bald kann es 100.000 Tote zusätzlich geben. Ja. Woher hat er das genommen? Also für mich ist es eigentlich vollkommen klar, woher er es genommen hat. Das war ein sogenanntes Expertenpapier, ja, das der Taskforce nicht bekannt war. Also auch am 30. März, also das haben wir vorher nicht gekannt, das so, mit dem bin ich zumindest das erste Mal konfrontiert worden. Und das haben Mathematiker erstellt, ob jetzt im Auftrag vom Bundeskanzler oder selber herangetragen. Es gab ja einen Besuch von den Mathematikern, die beschreiben sie auch in einer Stellungnahme im Falter. Am 25. März waren sie ja dort und am 29. März haben sie es übergeben. Und es ist auch von den Rektoren der Uni Wien und der Med-Uni Wien unterstützt worden, das Papier. Und das Papier ist wirklich heftig. Also wenn man sich das anschaut, ja, erstens geht es von falschen Parametern aus, dann verwendet es teilweise eine falsche Sprache. Es ist dann später auch korrigiert worden, das Papier, aufgrund von dem. Es ist auch abgeschwächt worden, das Papier. Also es ist quasi verfälscht worden, wenn man so will, das Originalpapier, oder angepasst worden. Und das hat unglaubliche Wirkung haben, unglaubliche Wirkung auf den Bundeskanzler gehabt, weil er verwendet den falschen Ausdruck, der im Papier ist, verwendet er dann selber noch einmal in der Pressekonferenz und auch im ZIP-Spezial. Also dieses, statt Reproduktionszahl sagt er Replikationszahl. Ja? Und ja, also das war die reine Eskalation. Aber er muss, ich glaube, jetzt nur dem Papier die Schuld zu geben, wäre er verkürzt, weil es muss schon auch sonst was in seinem Kopf vorgegangen sein, dass er es tut. Ja? Weil es ist vollkommen faktenbefreit gewesen. Und jetzt rückblickend zu sagen, ja, nachher ist man immer gescheiter, lasse ich in der Situation nicht gelten. Ja? Weil gescheiter waren wir 4 Tage vorher, waren wir gescheiter. Ja? Und am 30. waren wir zum Teil noch gescheiter, wenn man sich die Zahlen genau anschaut, was los war im Infektionsgeschehen, was los war auf Intensiv, ja, wohin sich die ganzen Zahlen entwickeln. Wenn man bedenke, 10 Tage später, nur 10 Tage später, haben wir schon Auferstehung gefeiert. Ja. Da waren wir nämlich mit der effektiven Reproduktionszahl, also mit dieser veränderlichen Zahl, unter 1, bei 0,6 inzwischen schon. Ja. Und das Infektionsgeschehen, also die täglichen Neuinfektionen, trotz Vervierfachung der Tests, ja, war, glaube ich, da waren wir schon unter 100. Ja. Unter 100, ganz Österreich. Ja. Also wir waren... Ja, und 10 Tage später, nach der Apokalypse, sind wir wieder auferstanden. Also es ist echt unheimlich, ja, wenn man sich das rückblickend betrachtet. Woher ist, also du hast ja ungefähr die Kommunikation in dieser Taskforce mitbekommen, ihr habt es auch vorhin gehabt, wo ihr euch ausgetauscht habt, es hat einen regen Mailverkehr gegeben, kam so dieses Expertenpapier, kam das überraschend plötzlich daher? Ja. Oder war das immer wieder, dass von außen was gekommen ist und man hat es halt behandelt? Oder war das plötzlich da? Ja, also ich denke mal, da sind ganz viele Papiere in der Gegend herumgeschickt worden und da gab es ganz viele, kriegst du gar nicht mit. Ja. Also da ist einfach sehr viel kommuniziert worden und es ist auch verständlich, dass sehr kluge Leute versucht haben, ihr Wissen einzubringen. Und da waren halt auch Mathematiker dabei und Modellierer und mir ist ja auch privat über die letzten Wochen so viel zugeschickt worden, ja. Aber ich glaube, die muss dann schon auch die Fähigkeit haben, als Politiker zu sichten. Ja? Auf der einen Seite hat das Gesundheitsministerium einen Beirat, die war ja ein Beirat vom Gesundheitsminister und nicht vom Bundeskanzler. Und da muss man dann schon auch unterscheiden können. Also ich glaube, dass das Papier von diesen Mathematikern der Uni Wien schon ein sehr großes Gewicht hat und auch dementsprechend herangetragen worden ist an die Politik, sonst hätte es nicht so eingeschlagen. Ja?
Aber ja, es hat die Politik verändert, keine Frage. Ja. Weil mir als Betrachter von außen mit journalistischem Zugang fällt auf, dass zur gleichen Zeit Ergebnisse vorgelegen sind, wo laut Umfrage von APA und OGM der Vertrauensindex dieser Politiker überprüft wurde. Das macht man alle Monate mal. Der letzte war im Jänner. Die gleiche Umfrage gab es eben im März mit diesem Betrachtungszeitraum Lockdown. Und da haben die vier Herren extrem in diesem Vertrauensindex zugelegt. Ja, sie waren, glaube ich, so hoch wie noch nie. Plus 33% für Kurz. Der war da in einem richtigen Umfragehoch. Ja. Das kann natürlich, ist jetzt eine reine Mutmaßung, aber das kann natürlich einen Politiker auch beeinflussen, dass man sagt, hoppala, die Leute vertrauen mir, wenn ich quasi so stark danach vorgehe, der große Regler bin, da fahre ich weiter. Ja. Aber das, ich glaube, das ist nichts Neues. Ja? Das ist immer so. Wenn Krisen sind, dann schart sich die Herde um einen Leithammel. Ja? Also dann sucht man irgendwie Orientierung. Das ist ganz normal. Ja? Also ich glaube, da gibt es auch wieder, könntest auch wieder Leute einladen, die, glaube ich, da ganz genau darüber Bescheid wissen, wie Gesellschaften funktionieren in einer Krise. Ja? Da wird die Reihen geschlossen. Deswegen sind ja auch äußere Feinde immer so nützlich für Politiker, weil das die Reihen schließt. Ja? Und also ich kann das auch zum Teil verstehen, dass die Politik eine Krise nutzt. John F. Kennedy hat übrigens einmal gesagt, im Chinesischen gibt es so ein Zeichen für Krise, ja, und da steckt Krise und Chance drinnen, ja, in dem Zeichen. Also eine Krise ist immer eine Chance, ja, und auch für einen Politiker, ja, also eine Chance. Ja. Und das, glaube ich, auszunutzen, das ist sehr verführerisch. Ja. Was ich trotzdem nicht verstehe, ist, dass man so sachpolitisch sein kann, 2 Wochen lang. Und das war wirklich Sachpolitik, die ich zumindest erlebt habe. Ja. Das war sogar beeindruckende Sachpolitik, wo ich immer gedacht habe, boah, meine ganzen Vorurteile, die ich gegenüber Politikern habe, ja, die treffen da nicht zu, weil da wird wirklich gearbeitet an der Sache. Und mit dem 30. März war das vorbei. Also da habe ich gewusst, so, jetzt wird wieder Politik gemacht, jetzt machen wir wieder Machtpolitik. Ja. Die sachpolitische Ebene wurde gerade verlassen, das war vollkommen klar für mich. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum, ja. Warum jetzt so eine Eskalation der Angst? Sie ist jetzt nicht mehr notwendig. Ich glaube, die Österreicherinnen und Österreicher haben verstanden, um was es geht. Ja? Und jetzt geht es eigentlich nur darum, dass wir bis Ostern den Diskurs öffnen, das habe ich, glaube ich, eh oft genug schon gesagt, und dass wir nach Ostern wirklich klug überlegen, wie wir weiter tun. Ja? Und diese Reise war ja damals nicht absehbar, aber die muss man als gesamte Gesellschaft gehen. Ja? Und ich glaube, dass diese Ängste diese Reise sehr behindert haben, ja? Bis heute. Das glaube ich nach wie vor, bin ich fest davon überzeugt. Braucht es die Masken? Weil die kamen mit dieser Pressekonferenz 30.03. Ja, das ist eben diese klassische Verschärfung der Maßnahmen. Ja. Jetzt sind die Masken natürlich ein sehr strittiges Thema, ja, wo man sehr divergierende Wissenschaft hat. Also du kannst jetzt Wissenschaftler finden, die finden jetzt nur Studien, die eigentlich gegen Masken in der Öffentlichkeit sprechen. Also gegen Masken im Gesundheitsbereich und Pflegebereich wirst du nichts finden, weil wenn du Masken, die dort richtig eingesetzt werden, haben relativ gute Evidenz, dass es was bringt, vor allem in speziellen Bereichen sowieso verpflichtend. Ja. Aber jetzt im öffentlichen Bereich, die einen sprechen dafür, die einen ist eher dagegen. Also du hast irgendwie widersprüchliche Evidenz. Und da bin ich schon dann auch wieder einer, der sagt, im Zweifelsfall gilt dann das sogenannte Vorsorgeprinzip. Ja, und das Vorsorgeprinzip sagt, wenn du widersprüchliche Evidenz hast, dann ist gescheiter better safe than sorry. Ja, vor allem, wenn die Intervention jetzt nicht solche Nebenwirkungen hat. Aber, jetzt kommt das große Aber, man muss es ganz klar kommunizieren, ja, warum man es macht. Und es muss zuerst der Bereich mit Masken ausgestattet sein, der sie am dringendsten benötigt. Und das war zu dem Zeitpunkt nicht gegeben. Es war in Pflegeheimen, hat noch Schutzausrüstung gefehlt, in Ärzteordinationen hat Schutzausrüstung gefehlt. Und es ist ein No-Go. Du kannst nicht Masken in Supermärkten fordern, auch wenn es nach dem Vorsorgeprinzip Sinn macht, wenn du im Gesundheitsbereich noch nicht flächendeckend mit Masken ausgestattet hast. Ja? Und das war nicht gegeben, also deswegen war es eigentlich ein No-Go. Ja? Mich wundert es eh, dass er über den Kommunikationsfehler so drüber geschlittert ist. Ja? Weil das hat schon zu ziemlicher Verärgerung im Gesundheitsbereich geführt, zu Recht meiner Meinung nach. Und dann kann man darüber diskutieren, ob Supermärkte und öffentliche Verkehrsmittel, ob du da Maskenpflicht einführst. Das sage ich, also ich würde sagen, Forschungsprinzip ja. Dann muss ich aber auch die Menschen ein bisschen darüber informieren, was überhaupt eine Maske ist und wie man eine Maske verwendet. Ich glaube, das ist zum Teil eh passiert. Aber dann muss ich noch ganz klare Kriterien festlegen, ab wann Masken auch wieder entfernt werden dürfen. Und da muss ich glasklar kommunizieren, dass Masken im Freien überhaupt keinen Sinn machen. Ja? Das sind die berühmten Schneeketten. Es macht überhaupt keinen Sinn, im Freien eine Maske zu tragen. Ja? Und dann kann ich, glaube ich, auch nochmal, da habe ich mir relativ klar geäußert, Masken
bei Kindern im Kindergarten und in der Volksschule, also weder auf dem Weg dorthin noch in der Einrichtung, machen überhaupt keinen Sinn. Ja? Und ich lasse mich, also man kann versuchen, mich vom Gegenteil zu überzeugen, aber man wird weder Evidenz finden noch irgendwelche Argumente, die irgendwie da gescheit dafür sprechen, weil es gibt jede Menge Argumente dagegen. Ja? Und wir haben jetzt schon viel besser verstanden, dass Kinder im Übertragungsweg ja, jetzt bei weitem nicht so die Rolle spielen, die sie bei der Influenza spielen könnten, wissen wir es auch nicht genau. Aber da gibt es so viele Hinweise inzwischen, dass es eben da jetzt nicht so ist. Das hat jetzt wieder mit dem Übertragungsweg zu tun, dass man vor allem, dass eigentlich die meisten Infektionen von sehr wenigen Menschen passieren. Also ungefähr 10-20% aller Infektionen, also 80-90% aller Infektionen passieren durch 10-20% der Personen. Und das ist in einem ganz bestimmten Setting, geschlossener Raum, wo sehr viel geredet wird, entweder geschrien oder gesungen wird, warum auch immer, und über relativ lange Zeit. Und da passieren Infektionen. Ansonsten. Oder Trillerpfeifen im Kitzloch. Trillerpfeifen im Kitzloch, das ist natürlich der Perfekte. Das ist wirklich, also besser geht's nicht. Ja? Ja. Was sehr schnell klar war in dieser ganzen Pandemie ist, dass die Sterblichkeit bei alten, multimorbiden Leuten sehr hoch ist. Ja. In Italien hat man gesehen, in der Lombardei, hauptsächlich in Pflegeheimen, sind sehr viele Sterbefälle passiert. Du schreibst in deinem kommenden Buch, hätte es den Lockdown nicht gegeben und damit natürlich auch einen Schutz der Pflegeeinrichtungen. Die Pflegeeinrichtungen wären uns um die Ohren geflogen, ja, weil dort nicht speziell behördlich abgesichert ja worden wäre, obwohl man gewusst hat, die muss man speziell sichern. Ja. Also wie schlecht sind die vorbereitet? Also ich würde ja, ich meine, wirklich gut vorbereitet war in Österreich jetzt ja kaum jemand. Aber mit der Zeit. Ja. Aber spannend war ja, dass im Jänner die Europäische Union über ihre Institutionen gefragt hat, alle Mitgliedsländer, seid ihr gut genug vorbereitet? Und alle Gesundheitsminister und alle zurückgemeldet haben, ja, perfekt vorbereitet, ja, super, ja, wirklich, ja, auch Österreich, ja. Und es war eigentlich nicht so, ja, sondern plötzlich sind alle um Schutzausrüstung gerannt, ja. Und die Pflegeheime waren zum Teil. Es gab schon ein paar, die sehr früh geschalten haben, aber zum Großteil waren sie nicht gut vorbereitet. Ja. Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist, es war eigentlich bis Ostern war Chaos. Ja. Und das, was die Pflegeheime gerettet hat, war, glaube ich, der relativ rasche Rückgang des Infektionsgeschehens. Das hat die Pflegeheime gerettet. Weil wenn du wenig Infektionsgeschehen rund um ein Pflegeheim hast, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Virus reinkommt, ja, deutlich geringer. Das ist ja der riskante Weg, den die Schweden gehen. Ja. Also wenn die Schweden das Infektionsgeschehen hochhalten, oder sie haben es relativ lang hochgehalten, dann musst du die Einrichtung noch besser schützen. Ja. Sonst schwappt es über. Und das ist ihnen nicht gelungen. Ja. Übrigens, das ist kaum einem Land, also mir ist überhaupt kein Land bekannt in Europa, dem das gut gelungen ist. Also es ist anscheinend extrem schwer, ja, das Coronavirus draußen zu halten aus Alten- und Pflegeeinrichtungen. Das ist anscheinend wirklich schwierig, weil du so viele asymptomatische Fälle hast oder präsymptomatische Verläufe hast, die trotzdem schon infektiös sind. Also du kannst ein Pflegeheim nicht abschotten. Ja? Du hast trotzdem Besucherverkehr, aber Mitarbeiterverkehr und dann hast Lieferdienste. Es ist extrem schwierig und damals haben wir auch noch nicht so viele Tests durchführen können. Aber wir haben Glück gehabt. Ja? Wir haben Glück gehabt und so gesehen war die Entscheidung, des Shutdowns da wirklich, und dass wir so viel Geschwindigkeit rausgenommen haben, die Entscheidung war gut, im Nachträglich war sie gut. Aber es ist dann immer die Frage, wie wir nach dem Hammer weiter tun. Ja? Und da glaube ich, wir waren so begeistert von der Wirksamkeit des Hammers. Ja? Und dann diese unnötige Eskalation. Ja? Also wenn wir gesagt haben, wir sind begeistert vom Hammer und nutzen diese unglaublich tolle Ausgangsposition aus und jetzt fliegen wir quasi raus, ja, aus der Pandemie. Das Infektionsgeschehen hat sich durch den 30.03. und den Auftritt vom Bundeskanzler überhaupt nicht beeindrucken lassen. Das wäre komplett gleich gelaufen, ohne Eskalation. Ja? Aber ich glaube, die Wirtschaft hat sich gigantisch beeindrucken lassen. Und auch die Leute, die sich nicht mehr ins Krankenhaus getraut haben und nicht mehr zum Arzt, es ist eigentlich nur mehr die Nebenwirkung überblieben. Ja? Also das, was kurz am 30. März getan hat, hat keine Wirkung gehabt aufs Infektionsgeschehen und damit auf den direkten Schaden, der ist unbeeinflusst geblieben. Ja? Der war gering vorher schon, ja. Das ist erledigt gewesen. Aber die indirekten Schäden hat er maximiert, ja, und unnötigerweise. Aber jetzt gibt es jene, die sagen, hätten die Leute nicht so viel Angst gehabt und wären nicht so vorsichtig gewesen, wäre das Ganze nochmal eskaliert. Ja, aber das ist, noch einmal, das ist bis 30. März lasse ich das eh gelten, ja. Aber ich glaube nicht, dass was für Signale hätte die Politik aussenden müssen, dass plötzlich alle wieder Partys feiern, ja. Das war ja nicht zu erwarten. Wir hätten einfach so weiter tun sollen, wie wir bis zum 30. dann haben und ich glaube, klare Signale setzen, gut zu kommen, vor allem gut zu erklären, warum man was macht, ja,
ich glaube, auch wegkommen von diesen Pressekonferenzen. Das ist ja auch spannend, dass am 30.03., das war die letzte Pressekonferenz, die ohne Masken stattgefunden hat, ohne Plexiglaswände und eigentlich ohne zeremoniell. Weil alle anderen Pressekonferenzen, ich habe mir jetzt nochmal eine angeschaut, ja, die sind inszeniert. Das ist ein Bühnenstück. Also wenn du mit einem Regisseur redest, ja, die werden sagen, das hat einer geschrieben. Auftritt, Abgang, Inszenierung. Jeder weiß, was er zu tun hat in seiner Rolle. Also auch das Runternehmen von den Masken, das Raufnehmen, das ist wie ein Bühnenstück. Das hat der Regisseur geschrieben, ja, oder Regisseurin. Und das ist eine Inszenierung. Und die hätte man sich sparen können. Ich weiß nicht, warum man die Bevölkerung so veräppeln muss. Ja. Das ist nicht notwendig. Eine Bevölkerung hat, ich glaube, die ist Vorbildwirkung. Tragt eine Maske. Ja, das ist wieder diese Maskendiskussion. Die Masken hätten wir ja, ich glaube, die hätten wir auch erklären können am 30. März ohne Eskalation. Sachlich, aber man hätte auch diesen Widerspruch erklären können. Ich glaube, die Leute haben schon verstanden, dass es Für und Wider im Leben gibt. Das ist immer so. Es gibt nie Schwarz und Weiß. Und wenn auch noch Wissenschaftler erklären, dass das eben widersprüchlich ist, aber aus den und Gründen ist man eben dafür, dass ab jetzt Masken getragen werden in Supermärkten, sobald der Bedarf im Gesundheits- und Pflegebereich gedeckt ist. Ich glaube, das verstehen die Leute auch noch gut. Sobald wir ausreichend zur Verfügung haben, dann gibt's und dann erklärt man ihnen auch noch, aber wenn die und die Situation eintritt, also die Anzahl der Infektionen oder was auch immer unter den Wert sinkt, dann werden wir diese Masken wieder entfernen. Also das kann man ja vorher schon festlegen. Ja. Warum passiert sowas nicht in Österreich? Weil wir nicht so eine Politik haben. Also in Skandinavien passiert das so. Genauso, wie ich gesagt habe. Da hat ein schwedischer Epidemiologe, ich habe den Namen vergessen, hat gesagt, das, was sie in Schweden fahren, ich mag jetzt gar nicht das schwedische Modell gut oder schlecht heißen, aber die Art und Weise, wie sie es den Leuten erklären, kannst du nur mit Leuten machen, die intelligent sind und mitarbeiten. Ja, aber das kannst du mit den Österreichern auch machen. Ja? Du musst es einfach nur tun. Das ist einfach nur eine Frage des Tuns. Ich glaube, das ist einfach die Politik, haltet uns einen Spiegel vor und wir sind ja nicht dumm, ja? Sondern ich glaube, gerade die Österreicherinnen und Österreicher würden sehr, sehr viel verstehen, wenn man es ihnen ordentlich erklärt, vor allem wenn man es authentisch und richtig macht. Ja? Aber die Politik kann das nicht mehr. Die Politik ist eigentlich zu einer Fassade geworden, ja, zu einer Inszenierung geworden. Ja? Und ich weiß nicht, warum sich die Bürger das so gefallen lassen. Ich glaube, das ist auch der Grund für diese Politikverdrossenheit. Wir haben fast keine authentischen Politikerinnen und Politiker mehr. Es ist echt Plastik. Es ist einfach nur mehr Plastikpolitik. Ja? Und ja, der Personalbedarf ist schon relativ hoch, damit ein Bundeskanzler weiß, was er zu sagen hat. Also da schreiben sehr viele Leute mit. Das merkt man. Das merkt man. Es ist ja nichts mehr. Das ist reine Fassade. Ja? Es klingt super, ja? Der kann viel flüssiger reden wie ich und er verwendet viel die schöneren Worte. Ja? Aber es ist Fassade. Und ich glaube, die Leute merken das. Und wenn dann Politiker auftreten, es gibt es ja noch so einzeln. Ja? Du hast zuletzt einen im Hinterzimmer gehabt. Und unabhängig davon, ob er mit seinem Weltbild übereinstimmt oder nicht. Aber Matthias Strolz ist authentisch, ja? In seiner Energie und seiner Impulsität. Aber er ist eine Ausnahme. Ja? Und er ist eine Ausnahme. Und es gibt sie noch. Ja? Aber sie haben es immer schwerer. Weil auch das mag schon sein, weil auch die Bürgerinnen und Bürger durch das viele Fernsehen schauen, so eine Plastikwelt gewohnt sind und die Wirklichkeit eigentlich sozusagen eher so übers Fernsehen wahrnehmen und nicht mehr verstehen, dass das eigentlich virtuell ist. Ja? Und Politik verschiebt sich schon langsam in diesen virtuellen Raum. Sie spülen uns irgendetwas vor oder sie erzählen uns in dem Fall eine Geschichte. Also ich glaube, die jetzige Regierung setzt unglaublich auf das Geschichtenerzählen und die muss auch immer passen, die Geschichte. Die kriegt den richtigen Rahmen, die richtigen Bilder, die richtige Story, die richtigen Auftritte. Das wird genau erzählt, ja. Das ist wieder ein Bühnenstück. Ja. Ich weiß nicht, warum das so ist. Mich zieht es an. Ich sage es ehrlich. Ich hätte lieber ein paar kantige Politiker, so wie es. Und welche, die halt irgendwo auch Fehler zugeben. Politiker, die menschlich sind. Also, ich würde mich viel wohler fühlen, ja, mit so einer Politik. Und dann kann ich mir immer noch entscheiden, wen ich wähle, wer das bessere Parteiprogramm hat oder wo ich mich einfach mehr finde. Ja. Aber warum? Ich weiß nicht, warum sich das. Hol laut jetzt mal eine Politikwissenschaftlerin ein. Da hätte ich sogar eine gute. Ja, das machen wir gern, weil mit aktiven Politikern habe ich auch so meine Erfahrungen gemacht, dass es tatsächlich auch in einem Hinterzimmer schwierig ist, dass sie von der gewohnten Spreche, die sie in Pressetexten haben, bei Pressekonferenzen, im Landtag, im Nationalrat, dass sie davon kurz Abstand nehmen. Also da kriegst du, ich versuche andere Fragen auch zu finden, um sie nicht mit gleichen zu langweilen, so viel Selbstkritik habe ich da auch, kriegst du trotzdem immer die gleichen Antworten.
Also da würde nicht passieren etwas Neues. Ja, nein, es wird nicht passieren. Nein, es ist einfach nur langweilig. Aber irgendwie anscheinend funktioniert es. Sonst würden sie es nicht machen. Es funktioniert anscheinend. Ja, eh. Ich würde mich gern kurz aus der Regie melden. Ja. Und nur darauf hinweisen, dass ja einige Fragen im Vorfeld schon von Zusehern und Zuseherinnen gestellt wurden und auch jetzt live auf Sendung schon ein paar Fragen reingekommen sind. Also nur, dass ihr das nicht aus den Augen verliert, dass da auch Leute von außen ein paar Fragen an den Herrn Sprenger haben. Das ist, wir verlieren uns im Gespräch. Aber wahnsinnig interessant ist und auch die Menschen, also es gab extrem viele positive Rückmeldungen schon, wo Leute eben auch deine Authentizität loben und einfach sich freuen, dass jemand Klartext spricht und auch ermutigt sind dadurch. Also es gab wirklich schon einige Kommentare mit sehr wertschätzenden Worten für dieses Gespräch und für dich als Person, Martin. Dann nehmen wir die Community rein. Und zwei Fragen haben wir, finde ich, schon beantwortet. Einmal gab es, wie war die tatsächliche Lage in Österreich und wie war die Prognose für die weitere Ausbreitung? Was wussten die Politiker, kurz Anschober, Nehammer, Kogler, und was haben sie tatsächlich in den Pressekonferenzen erzählt? Ich glaube, das ist beantwortet. Was allerdings der Max Lechner wissen will, ganz konkret, die Veranstaltungsbranche ist ja nahezu gänzlich mit Berufsverbot belegt. Wann sind sowohl wieder Live-Konzerte mit über 1000 Gästen aus Expertensicht denkbar und ist dieses Verbot noch sinnvoll jetzt zu dieser Zeit? Das sind genau die Fragen, ja, die man sich eigentlich ab Mitte März bis Ostern in diesen vier Wochen, wo ja Shutdown war, mehr oder weniger, da setze ich mich zusammen mit Kulturschaffenden, ja, mit Leuten aus der Kulturszene und rede über nichts anderes als über das. Ja. Und auch wenn ich weiß, dass ich kann vielleicht noch keinen Zeithorizont geben, ich weiß vielleicht noch nicht genau, wie es laufen wird, aber ich sammle einmal die Ideen und auch die, sozusagen die Sichtweisen ein, weil dann kann ich nach Ostern schon ganz anders weiter diskutieren. Jetzt von Ostern sind jetzt wieder vier Wochen oder eigentlich schon fünf Wochen vergangen, ja, oder sechs Wochen sind schon vergangen. Also eigentlich sollte diese Frage heute perfekt beantwortbar sein. Wenn man sich gut genug vorbereitet hätte, könnte man dem Herrn Lechner so eine Perspektive geben. Ich kann sie mir jetzt nicht wirklich geben, weil das ist jetzt eine typische Glaskugel, sondern das wäre viel spannender, wenn man das wirklich mit allen Beteiligten diskutiert hätte. Also persönlich glaube ich jetzt, ja, aber das ist jetzt Glaskugel, ja. Dass wir erleben werden, das Infektionsgeschehen geht wirklich deutlich zurück. Ja, wir werden hin und wieder da und dort ein Cluster haben. Aber ich bin ein Optimist. Ich rechne damit, dass wir die gut einfangen werden. Es wird nichts Großes daraus entstehen. Und ich hoffe auch, dass unsere Nachbarländer gleich gut agieren. Und das bedeutet aber, dass wir wahrscheinlich jetzt schon Anfang Juni auf der Corona-Ampel, über die können wir dann genau noch reden, dass wir da grün sein werden. Also dass wir wirklich fast kein Infektionsgeschehen, bis gar kein Infektionsgeschehen mehr in vielen Bereichen in Österreich hat. Und ich glaube, dann kann man Dinge auch wieder angehen. Ich glaube, dann müssen wir auch einfach wieder tun. Ja? Und wenn das ein Konzert im Sommer draußen ist, klassisches Freiluftkonzert, dann hätte ich überhaupt nichts dagegen, weil ich habe das, glaube ich, vorher schon gesagt, eine Infektion im Freien, das musst du fast konstruieren. Da muss man vielleicht nur ein paar Sachen einhalten, aber gerade im Freiluft hat man ja viel Platz. Ja? Aber den Platz müsste man Freiluftkonzerte haben meistens viel Platz, ja. Und da muss man vielleicht, also ich wäre jetzt da auch wieder großzügig, ja, aber ich bin halt so, ja, weil ich mir denke, es gibt noch so viele andere Dinge, ja, und wenn ich kein Infektionsgeschehen mehr habe, dann muss ich jetzt nicht nur künstlich dafür sorgen, dass die Leute da vielleicht noch im Sommer mit Masken und genau distanziert auseinandersitzen. Ich würde wahrscheinlich das Konzert ganz normal stattfinden lassen, ja. Was soll es sein? Weil du musst ja immer noch daran denken, wenn die Chance 1 zu 30.000, 40.000 ist, ja, da, also fast nur junge Leute sein, was soll groß passieren? Ja? Selbst wenn du mit dem Konzert, ja, was ich nicht glaube, ja, aber sagen schlimmstenfalls ja, 10 oder 20 Infektionen, ja, die dann rasch wieder eingefangen werden, du hast keinen einzigen Krankenhausfall produziert. Ja? Das sind alles junge Leute. Da habe ich jetzt einen Jugendtrainer getroffen, gestern. Da habe ich ihn gefragt, trainiert sie schon wieder Fußball mit die U14? Dann hat er gesagt, nein. Er hat gesagt, warum nicht? Sie möchten nicht der Verein sein, wo das Enkel danach heimgeht und die Oma ansteckt und die stirbt. Aber das sind, glaube ich, immer noch diese Ängste, weil das gleiche Enkel ist vor 5 Monaten mit anderen Viren zur Oma gegangen. Ja? Und die Oma, wenn sie schon hochbetagt ist, hat auch andere
Risiken, ja, die sein und die Beziehung zwischen dem Enkel und der Oma ist halt auch wichtig. Ja. Also ich glaube, in einer Blüte einer Pandemie muss man sehr vorsichtig sein. Ja. Also ich glaube, ich war einer der Ersten, der auf das hingewiesen hat und versucht, das auch positiv zu formulieren. Also ich nehme das schon sehr, sehr ernst. Aber ich glaube, man muss dann auch wieder, muss auch solche Dinge wieder verlassen können. Ja. Also das ist dann irgendwann nicht mehr stimmig. Ja. Also diese Geschichte mit der Oma, die dann stirbt, ja, die wird halt immer konstruierter. Ja, also die Wahrscheinlichkeit geht gegen null. Sie ist nie ganz null, aber sie geht gegen null. Ja. Und irgendwann muss ich dann selber beschließen, wann ist das Risiko so gering, dass ich einfach sage, okay, es ist so wie alle anderen Risiken im Leben, die wir halt auch in Kauf nehmen. Ja. Du hast diese Risikoeinschätzung in Form einer Corona-Ampel sichtbar gemacht. Ja. Da geht es darum, wie viel von den getesteten Fällen in welchem Bundesland momentan... Bezirk eigentlich. Bezirk, ja. Nach Bezirken, genau. Wie viel positiv getestete Fälle es pro Bezirk gibt. Ja. Dann gibt es Grün für, glaube ich, unter 10 pro 10.000. Unter einer pro 10.000. Genau. In den letzten 14 Tagen. Grün ist es, wenn nur unter 1 unter 10.000. Also weniger als ein positiv getesteter Fall in den letzten 14 Tagen pro 10.000 Personen. Klingt ein bisschen kompliziert, aber es heißt einfach, es ist extrem unwahrscheinlich. Ja? Es wird extrem unwahrscheinlich. Du kannst es auch unter 20, einer pro 20.000 oder 30.000, du kannst es noch unwahrscheinlicher machen. Du kannst ja die kalibrieren, wie du willst. Ja? Jetzt gibt es solche Ampeln schon für Deutschland und für Berlin. Und auch der Bürgermeister von Innsbruck hat jetzt mal drüber geredet. Also um was geht es eigentlich? Es geht eigentlich darum, dass wir eine Form finden müssen, dass man auf einen Blick sieht, wie das Infektionsgeschehen ist. Ähnlich wie eine Wetterkarte oder Lawinenwarndienst, wo ich halt schaue, was ist der Lawinenlagebericht. Ja? Also ich brauche irgendeine Form von Visualisierung. Und wir haben gesagt, so ein Drei-Farben-System, Ampelsystem eignet sich sehr gut. Wie man es dann kalibriert, muss man sich entscheiden. Und dann ist Grün sollte eigentlich Normalbetrieb sein. Also man muss Grün so kalibrieren, dass man sagt, ein Konzert im Freien mit 1000 Leuten oder von mir aus kann wieder stattfinden. Also Grün. Ja? Das muss ich so definieren. Dann definiere ich es halt so niedrig, dass es wirklich grün ist. Es muss wirklich grün sein. Weil grün ist grün. Und rot definiere ich wirklich so, dass ich sage, okay, da ist Gefahr im Verzug, da müssen gewisse Dinge passieren. Ja? Das muss jetzt nicht gleich wieder Shutdown sein, aber es könnte sein, dass in einem Pflegeheim halt gewisse Dinge in Kraft treten oder in einer Bildungseinrichtung, ja? Oder in einer ärztlichen Ordination oder in einem Krankenhaus. Ja? Und gelb ist irgendwas dazwischen. Ja? Und so, glaube ich, hängt es dann, also wir haben eine Einrichtung in Graz, da machen wir einen Statusbericht jede Woche, und machen wir seit einigen Wochen schon, der hängt dann im Eingangsbereich, da ist diese Karte von allen Bezirken mit den Farben, daneben ein Trend der letzten 14 Tage, beschreibt genau für Graz, ja? Und auch mit verschriftlicht, wie schaut es in den Nachbarländern aus, wie schaut es aus und warum entscheidet sich die Einrichtung für welche Maßnahmen. Und jeder, der reingeht, kann sich das anschauen und es läuft da über den Screen. Jeder kennt sich sofort aus, warum das so ist. Und die haben zum Beispiel jetzt von gelb auf grün geschalten. Und damit die Patienten sich auskennen, warum jetzt plötzlich doch alles lockerer geworden ist, hängt schon im Eingangsbereich ganz groß und deutlich, warum jetzt der Modus geändert worden ist. Ja. Wie hoch ist dann eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich infiziere, wenn grün ist? Weil wenn man nach dem geht, könnte man jetzt sagen, wenn grün, kann ein Konzert stattfinden. Ja, genau, das meine ich ja. Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit? Ja, genau, aber das ist eine Festlegungssache. Ja. Ja. Das muss jetzt nicht ich festlegen, sondern das ist jetzt etwas, das kann man gemeinsam festlegen. Aber es ist immer Daumen mal Pi, ja? Weil du kannst nie sagen, dass es null ist. Weil solange wir auf irgendwas testen, werden wir immer irgendwo was finden. Ja? Das ist halt so. Ja? Aber die Wahrscheinlichkeit muss so niedrig sein, dass man sagen, das ist so ein Hintergrundrauschen. Ja? Das Hintergrundrauschen, wie man es ja auch, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass man einen Verkehrsunfall hat oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich Krebs erkrank, ja? Oder Wahrscheinlichkeit, dass mir sonst was passiert. Das ist das Hintergrundrauschen des Risikos. Ja? Und das ist die Frage, wo ist die Schwelle? Ja? Und wir haben es jetzt einmal mit 1 zu 10.000 festgelegt, da kann man anders festlegen. Aber grün ist grün, ich glaube, das ist ganz wichtig. Grün ist grün und da bin ich bei dir. Dann sollte alles wieder normal stattfinden oder zumindest fast normal stattfinden. Ja? Aber wenn man die momentane Awareness in der Gesellschaft spürt, was passiert, wenn dann doch ein Fall auftritt und die Infektionskette setzt sich kommt in Gang in einem grünen Bezirk? Ja, aber sie kommt in Gang, also um wirklich wieder eine Welle zu erzeugen, brauchst du eigentlich unerkanntes Infektionsgeschehen. Über Wochen, ja, weil das fängt ja ganz langsam an, über Wochen. Ja. Und du darfst möglichst keine Teststrategie machen, also möglichst wenig testen, möglichst was, Massenveranstaltungen, viel Kitzloch. Ja. Also du musst möglichst viel Sachen haben, dass überhaupt eine Welle zustande kommt. Ja. Das haben wir ja alles nicht. Das heißt, wenn hast du hast schon mit einzelnen Infektionen und du wirst wieder Kontaktverfolgung machen, ja, und es werden vielleicht ein paar Leute wieder in Isolation müssen, ja.
Und hoffentlich hast du keinen Cluster in einem Alten- und Pflegeheim. Ja, das darf uns natürlich jetzt nicht passieren, weil da machst du ja wirklich Schaden. Also jetzt junge Leute, ich würde jetzt sagen, da passiert ja kein Schaden in dem Sinn. Ja. Und ja, mit dem werden wir uns abfinden. Wenn wir jetzt auf Influenza-Viren testen würden, würden wir Influenza-Viren finden. Ich sage, dass wir könnten auf Viren testen, die sind wirklich nicht ohne. Ja, und wir würden sie finden. Ja. Also Epstein-Barr-Virus und so, solche Dinge sind herum. Ja. Ja, wir könnten auch anfangen, jetzt Leute auf HIV-Virus zu testen. Ja. So auf die Art... Auf Verdacht, ja, symptomlose Leute, ja. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir nicht auch einige aufdecken würden, die noch gar nichts wissen, ja, dass sie infiziert sind. Mhm. Tun wir jetzt nicht, ja. Das Risiko ist wahrscheinlich auch extrem gering, ja. Also wir müssen halt wahrscheinlich sehr viele testen, um welche zu finden. Und so ähnlich ist es halt mit allen Dingen, ja. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir uns irgendwie festlegen, ja. Was ist die Schwelle? Und wir sollen, glaube ich, nicht hysterisch werden, nur weil jetzt irgendwo in Österreich jemand positiv getestet wird, ja. Das heißt, du würdest Veranstaltungen in einem grünen Bezirk freigeben. Was erwartest du? Ist ein bisschen Glaskugel, ist aber ein bisschen auch, was haben wir daraus gelernt für einen möglichen Herbst, eine Grippezeit? Ja, das ist jetzt die gute Frage. Ich glaube, dass wir die nächsten 5 Monate sehr gut nutzen müssen, um uns auf die Virensaison 2020, 2021 vorzubereiten. Weil das wird spannend. Ja? Weil da kommen erstens alle Viren wieder, die halt sonst auch immer kommen im Winter. Das sind Coronaviren, Influenzaviren, je nachdem. Und der SARS-CoV-2, unser neuartiger Coronavirus, ja, ist höchstwahrscheinlich Teil des Pakets. Und wir wissen inzwischen, was der kann. Vor allem, wenn er in einem Alten- und Pflegeheim ist oder in ein Krankenhaus kommt. Ja. Der kann viel und der kann wirklich viel Schaden machen. Ja. Das wird spannend sein. Also nutzen wir die nächsten 5 Monate, um uns gut vorbereiten, um sachlich, unaufgeregt, professionell durch diese Wochen zu kommen, wo diese Welle durchzieht. Das wird wieder eine Virensaison, ist immer eine Welle aus mehreren Viren. Ja. Ich rechne schon fest damit. Ja. Aber wir müssen es so professionell machen, dass wir das Ganze schaffen, ohne dass wir wieder so viel Schaden rieseln rundherum. Ja, sondern, ja. Da gibt es jetzt ein Modell, das sagt, man muss die Risikogruppe streng isolieren. Sprich, alte Menschen mit Vorerkrankungen quasi abschotten vom Rest der Gesellschaft und die Jungen laufen und machen die Wirtschaft. Ja. Siehst du sowas in der Zukunft? Also ich glaube, wir müssen uns gut überlegen, wie wir in den nächsten Winter reingehen. Ja? Also Viren sind immer am bedrohlichsten für die hochbetagten, multimorbiden Menschen. Das sind alle Erkältungsviren. Es gibt da keine Ausnahme. Ja? Das Coronavirus, das neue, ist da keine Ausnahme. Es ist nur neu, wir haben nur wenig Immunität, deswegen hat es ein höheres Potenzial, Schaden zu machen. Ja? Und wir werden uns was überlegen müssen im Winter, aber ich will nicht, dass im Winter noch einmal eine einzige ärztliche Ordination geschlossen wird, ein einziges Krankenhaus geschlossen wird oder ein Reha-Zentrum geschlossen wird. Es mag sein, dass ein Pflegeheim in der Blüte der Virensaison einmal für 2-3 Wochen geschlossen wird, aber gut mit Ankündigung. Ich will nicht, dass jemand alleine stirbt. Ja? Das darf nie wieder passieren, dass in Österreich jemand alleine stirbt, auch nicht auf einer Palliativstation oder schon gar nicht auf einer Palliativstation. Das sind Dinge, die passiert sind in den letzten Wochen, ja. Die sind absolut mit keiner Medizinethik oder Pflegeethik vereinbar. Ja? Und das darf uns nicht passieren, nicht einmal im Einzelfall. Ja? Das geht nicht mehr. Es darf kein Herzinfarkt unnötig passieren, der nicht schlecht versorgt wird. Es darf keine onkologische Krankheit schlecht versorgt werden. In der nächsten Virensaison müssen alle gut versorgt sein, auch die mit Covid-19, ja? Die es auch wieder geben wird. Ja? So gut müssen wir sein. Glaubst du, kommst du zu so einer Differenzierung, dass man sagt, die älteren Menschen müssen tatsächlich anders behandelt werden wie der Rest der Gesellschaft. Wir müssen uns ein professionelles Management überlegen. Ja? Ich glaube, so mit einer Laissez-faire, ja? Mit so einer Nonchalance, wie wir umgegangen sind mit Viren in den letzten Jahren, auch in Pflegeheimen, das wird es nicht mehr geben. Ja? Aber das was vor Jahren nicht in Ordnung war, sollen wir jetzt nicht in eine Hysterie verändern. Also wir brauchen einfach einen professionellen Umgang, einen sachlichen. Und wir haben jetzt so viel gelernt über das Virus, so viel. Wir wissen inzwischen so viel mehr. Ja? Wir wissen viel mehr über die Übertragungswege, über die Infektiosität, über das, wie die Risikogruppen. Wir können testen. Also wir können schon viel mehr schauen und Dinge tun. Also ich glaube, wir haben jetzt so viel Handwerkszeug, ja, dass wir gut über den Winter kommen. Ja, aber ich verlange wirklich einen professionellen Auftritt, ja, auch in Österreich. Ja. Und ich verlange auch, letzter Satz, ich verlange auch, dass die Regierung nicht wieder ein Spiel draus macht. Mhm. Also ich glaube, das ist zu ernst. Ja. Das sollte man dann eher schauen, dass man die Krankenversorgung gut ausstattet, mit Schutzausrüstung, mit Tests, was auch immer, gut vorbereitet. Und dann managt man das ganz, ganz normal, aber so wie wir halt jeden Winter schön über die Runden kommen in Österreich.
wir wollen ja konstruktiver mitarbeiten. Das würde ja bedeuten, damit wir mehr Glaubwürdigkeit in das, was die Politik uns vorgibt, zu tun, erreichen, indem man beispielsweise wirklich Experten sprechen lässt. Das wäre cool. Das würde zum Beispiel. Das wäre skandinavisch, ja. Das wäre skandinavisch. Und die das ganz. Aber das wird nicht passieren. Unaufgeregt. Ja, das wird nicht passieren. Die Bühne lassen sie sich nicht nehmen. Das sind unsere Schauspieler, die gehen nicht von der Bühne. Das hat Matthias Strolz gesagt, der Politiker. Man darf es nicht unterschätzen. Ist Hochleistungssportler, Topmanager und Schauspieler. Ja, klar, sowieso. Und in solchen Fällen ja, ist halt die Frage, nein, die lassen sie die Bühne nicht nehmen. Weil du gesagt hast, man hat sehr viel über den Virus gelernt. Was ist jetzt tatsächlich, weil man spricht in einem kranken System immer vom Vermeiden oder Behandeln von Krankheiten. Man spricht so selten, wie kann ich mich gesünder machen, damit es mir nicht passiert. Das ist zum Beispiel ein super Aspekt. Der ist viel zu kurz gekommen in der ganzen Debatte. Also ich glaube, in der Anfangsphase ist es okay, ja? Aber jetzt, glaube ich, sollte man genau über solche Dinge nicht reden. Ja? Also wie machen, was hilft da? Ja, was hilft ja, gegen Covid-19, dass ich nicht so anfällig bin? Ja, aber ich glaube, du brauchst gar nicht auf Covid-19 denken, sondern was erhält uns gesund? Ja? Was erhält der Bevölkerung gesund? Ja, Arbeitslosigkeit ist es nicht, was uns gesund erhält. Ja? Sozialer Zusammenhalt erhält uns gesund. Bildung erhält uns gesund. Ja? Was erhält uns als Einzelpersonen gesund? Ja, das wissen wir ja eh ungefähr, ja? Was ein gesunder Lebensstil ist und was man tun kann für seine Gesundheit. Ich meine, da werden wir ja zugemüllt, ja, mit Informationen. Ja? Du hast eher schon ein Problem, das unterscheidest. Ja? Aber ich glaube, jeder, der halbwegs drüber nachdenkt, weiß, auf was es ankommt. Ja? Also viel Bewegung ist sicher mal nicht schlecht. Ja? Und sich über seine Ernährung Gedanken zu machen. Aber genau das sind jetzt die Dinge. Ja? Wie machen wir uns gesundheitskompetenter, damit wir auch Informationen besser verstehen und anwenden können? Also ich glaube, das sollte man jetzt auch nutzen, ja? Dass man die Bevölkerung auch dabei unterstützt, sehr gesundheitskompetent und auch mit einem aufmerksameren Bewusstsein über den hohen Wert von Gesundheit, ja? Durchs Leben zu gehen. Ja? Das hat man bis jetzt nicht genutzt. Ja? Wir haben jetzt so viel über Krankheit geredet und über Virus geredet. Das ist eine extrem pathogenetische Sichtweise. Ja? Also das ist für einen Gesundheitswissenschaftler ist das, da denke ich mir immer, das gibt es ja nicht. Ja? Wann reden wir endlich wieder über Gesundheit? Ja? Weil das ist ja das, was uns ausmacht. Ja? Und das muss jetzt zurückkommen. Ja? Also jetzt müssen wir anfangen. Ja? Also bin ich ganz bei dir. Ja? Weiß man zum Beispiel, dass der BMI eine Rolle spielt, ja, ob ich an Covid-19 eher erkranke? Ich nehme jetzt Covid-19 immer als Beispiel dafür. Ja, ja. Man kann auch andere Viren erkranken. Aber in dem speziellen Fall weiß man zum Beispiel, dass übergewichtige Menschen ein höheres Risiko haben. Ja, also sag mal, erkranken kann jeder. Ja, also erkranken kann jeder. Es ist immer die Frage, wie schwer du erkrankst. Ja? Und der BMI spielt eine relativ wichtige Rolle sogar. Ja? Das sieht man in England und das sieht man in den USA. Ja, es ist wirklich ordentlich, ja? Also was der ausmacht. Vor allem, wenn er deutlich erhöht ist. Ja? Wobei dann oft andere Dinge noch mitspielen. Das ist dann oft nicht nur der Body Mass Index, sondern auch andere Dinge kommen da dazu. Aber dass in den USA so viele junge Menschen verstorben sind, das hat sehr viel mit dem Body Mass Index zu tun. Ja? Aber noch einmal, ich glaube, man sollte es auch nicht so eindimensional sehen. Auch der Body Mass Index ist nur ein Parameter, der einen Menschen beschreibt. Ja? Also ich glaube, Gesundheit besteht aus so vielen Dingen. Ja? Also da gehört auch viel Lebenseinstellung dazu und wie man überhaupt, auch gerade das Soziale spielt so eine Riesenrolle. Ja? Also hat man Sinn im Leben, ja? Fühle ich mich wohl in meiner Haut, ja? Habe ich Kontrolle über mein Leben, habe ich soziale Netze, Unterstützung und so weiter. Ja? Das ist mindestens gleich entscheidend. Ich hätte so wahnsinnig gerne ein Interview gemacht mit den barmherzigen Schwestern in Zams. Weil da ist Folgendes passiert: Von den ca. 50 barmherzigen Schwestern, die, glaube ich, ein Durchschnittsalter von über 80 haben, also höchste Risikogruppe, wenn man quasi von dem allgemeinen Bewertungsmaßstab ausgeht, da sind, glaube ich, an die 40 an Covid-19 erkrankt und alle hatten einen milden Verlauf. Ja. Aber das ist doch erstaunlich. Aber Sie haben leider kein Interview zulassen. Ja, ja, Sie haben gesagt, Sie wollen wieder eine Idee. Aber das würde mich wahnsinnig interessieren. Wie sind die beieinander? Welche Faktoren spielen da eine Rolle? Genau. Und solche Beispiele gibt es ja nicht. Schön ist, dass es in Tirol so ein Beispiel gibt. Ja, weil solche Beispiele, und solche Beispiele gibt es aber weltweit. Ja, dass Pflegeheime relativ viele Fälle gehabt haben und es ist keine einzige Person verstorben. Ja, es gibt aber auch Pflegeheime, da sind 40% verstorben von den Infizierten. Ja, also es gibt alles. Und das zu verstehen, das einmal zu analysieren, das würde ich total spannend finden. Mediziner schauen das natürlich sofort auf die Krankheit, ja, und schauen, boah, vielleicht war es die Viruslast oder die Art des Virus, mutierte Viren oder so. Ja. Gesundheitswissenschaftler schauen, was war die Resilienz? Ja, kann es was anderes sein, das die einfach resilienter macht? Ja? Und solche Dinge könnten natürlich auch eine Rolle spielen. Ja? Aber vielleicht ist es eine Kombination aus beiden. Ja? Also man braucht irgendwie eine Verschränkung von beiden Sichtweisen. Aber das ist, also solche, man sollte sich die Dinge langsam so anschauen. Ja? Also
Das finde ich sehr gut, ja. Was ist da außer des BMI? Kurze als, Meldung aus der Regie, ja? Entschuldige, noch mal ganz kurz. Eine Frage war nämlich auch, es passt gerade ganz gut zu dem Thema, ob diese älteren Menschen, diese typische Risikogruppe dann vielleicht einfach, die man jetzt auch ganz, ganz konkret schützt, vielleicht dann in 6 Monaten an der Influenza sterben werden. Ist das wahrscheinlich oder ist das eine große Gefahr? Ja, also das Problem ist immer, also wenn wir über Sterben reden, dann muss man richtig über Sterben reden, ja. Also irgendwann sterben wir alle. Aber was wir über das Virus wissen, ist, dass halt mehr ältere, hochbetagte Menschen sterben, wenn sie infiziert werden und an Covid-19 erkranken. Das ist aber bei allen Erkältungsviren so, ja. Nur das Sterbegeschehen wird halt schon noch einmal gehoben. Ja, es ist schon noch mal der, aus den eh schon besprochenen Gründen. Und ja, aber es gibt eben auch Verläufe, es gibt auch milde Verläufe. Es können auch ältere Menschen erkranken und es sind ja 100-Jährige wieder aus dem Spital hinausgegangen oder nicht einmal im Spital gelandet. Ja? Also auf die hätte man halt auch schauen sollen. Wir haben halt immer sehr auf Sterbegeschehen geschaut. Aber ich finde immer, wenn man eine Sterbedebatte führt, dann sollte man richtig und ordentlich über Sterben reden. Und ich sage das deswegen, weil ich bin 2 Jahre Notarzt gefahren und ich habe 1 Jahr auf einer Onkologie gearbeitet. Und ich glaube, jeder Mediziner oder jede Person, die in der Pflege ist, wir wissen, was Sterben heißt. Ja, also wir waren dabei. Und es ist Teil unseres Berufes. Und ich finde schon immer seltsam, also wir dürfen alle über Sterben reden, so ist es nicht. Ja? Aber eine Gesellschaft, die überhaupt nicht mehr weiß, ja, was Sterben ist, ja, die jetzt vor 2 Monaten draufgekommen ist, dass Leute sterben, weil sie es vorher überhaupt nicht gecheckt haben. Ja? Außer vielleicht die Oma ist gestorben, aber da waren sie auch nicht dabei, weil sie ist im Spital gestorben. Das finde ich immer ein bisschen seltsam, ja? Weil da denke ich mir immer, boah, Leute, wenn ihr über Sterben redet, dann geht es einmal ehrenamtlich auf eine Palliativstation für ein paar Monate und dann kommt es zu mir und dann reden wir über Sterben. Dann kann man nämlich, glaube ich, auch die Verhältnismäßigkeit besser herstellen. Dann siehst du, dass das Sterben ein Teil des Lebens ist. Das ist so, wenn du als Hebamme Tag für Tag bei mehreren Geburten dabei bist, bei diesem unglaublichen Ereignis. Ja? Jeder weiß, der mal da dabei war, wenn es auch nur bei den eigenen Kindern ist, was das für ein Ereignis ist. Ja? So ist halt auch Sterben ein Ereignis. Das ist halt so am anderen Ende. Ja? Und das muss man aushalten. Das ist genauso, wie eine Geburt aushalten muss. Das ist halt anders. Ja? Aber Sterben musst du aushalten. Ja? Und wenn du auf einer Palliativstation arbeitest, dann kannst du professionell mit dem Sterben umgehen und kannst da jemanden wirklich begleiten, hinaus aus dem Leben. Du haltest die Hand, obwohl die Person schnappatmet. Ja? Und Schnappatmung schaut extrem bedrohlich aus für jemanden, der das noch nie gesehen hat. Aber für jemanden, der da dabei ist und so immer wieder dabei ist, weiß so, jetzt geht er. Ja? Und es ist okay, dass er geht. Deswegen ist er ja auf der Palliativstation, dass er gehen kann. Und er geht ohne Schmerzen, er geht mit jemandem, der ihm die Hand haltet und es ist okay. Und es ist auch, da muss ich jetzt nicht groß drüber reden. Und aber eine Gesellschaft, die täglich im Fernsehen, im Schnitt, glaube ich, 60 oder 70 Leute sterben sieht, ja, das ist nämlich, glaube ich, Abendprogramm. Also normale Spielfilme, so Hollywood-Schinken, glaube ich, da sterben zwischen 50 und 100 Leute in einem Film. Ja. Die brauchen mit mir nicht über Sterben reden. Das sind virtuelle Sterbebeobachter, ja. Die brauchen sie in den sozialen Medien nicht so aufspülen, dass sie plötzlich glauben, werten zu können, was Sterben, ob der, und denke mir, na, hört auf damit, ja. Arbeitet ehrenamtlich auf einer Palliativstation, wirklich, die suchen ehrenamtliche Leute, macht's das, dann wisst's, das ist ein Teil des Lebens. Und ich glaube, du kannst, also wenn du da wirklich drauf einlässt, oder zum Beispiel, wenn du Zivildiener bist, ja, und jetzt im Rettungsbereich arbeitest oder in einem Pflegeheim, bist du ja auch damit konfrontiert. Auch wenn du vorher komplett woanders warst und nachher wieder woanders bist. Aber das Erleben wird da keiner nehmen können. Auch wenn es am Anfang zach ist. Ja, aber es wird dir was mitgeben für dein restliches Leben. Weil du eben siehst, dass es eben auch das hohe Alter gibt. Und es gibt auch die Pflegebedürftigkeit. Und du wirst es akzeptieren lernen. Ja, das ist so, wie viele Dinge, glaube ich, in unserer Gesellschaft stigmatisiert werden oder abgeschoben werden, und es ist immer ganz gut, auch hin und wieder einen Einblick darauf zu kriegen. Das heißt, wenn ihr denn eigentlich selber mehr habt, könnt ihr von der politischen Inszenierung viel mehr psychohygienischen Abstand nehmen, oder? Ja, also zumindest, glaube ich, diese Scheinheiligkeit des Redens von Politik über das Sterbegeschehen halt ich nicht aus, ja? Weil ich mir denke, keiner von euch hat die geringste Ahnung, ja? Ja, und deswegen redet es nicht so drüber, als ob ihr das jetzt so empathisch und so furchtbar findet. Weil in Wirklichkeit ist es euch vollkommen egal. Es muss euch egal sein, weil ihr wisst ja gar nicht, was das heißt. Ja? Und das ist eben so,
Das ist diese Scheinheiligkeit. Ja. Aber verlassen wir das Thema. Ich glaube, das hat so dunkle Wolken. Ja. Ich hätte den Übergang jetzt eingeleitet mit Willst du noch ein Bier? Weil ich habe ja, ich schenke mir gerade ein. Ja, super. Weil eins möchte ich noch anknüpfen in der Prävention. Ja. Wenn wir den BMI jetzt ausgemacht haben als Faktor, der erheblich ist, um nicht so sehr zu erkranken, was haben wir noch gelernt jetzt aus den Fällen? Die Liste ist ewig. Also wir haben brutal viel gelernt über wie man Prozesse gestalten muss, also im therapeutischen Bereich, im diagnostischen Bereich. Ich glaube, auch im Management. Selber, also für die Leute selber, was hilft es? Also wo kann man sich selber nachweislich weniger in die Risikogruppe manövrieren? Bis aufs Alter, weil das ist gegeben. Also ich glaube, da gibt es keine generelle Empfehlung. Ich glaube, man soll, also meine generelle Empfehlung wäre, jeden Virus, ja, und auch einen neuen Virus, und es werden ja, ich meine, manche Jungs sind, die werden in ihrem Leben noch ein paar Viren erleben, ja, also das ist ja nicht so, dass das der letzte war, ja. Und also, dass man eine gesunde Einstellung kriegt zu Risiken im Leben. Also ich denke mal, wenn man Motorradlfahrer ist, muss man eine gesunde Einstellung zum Risiko haben, weil ich habe ein deutlich erhöhtes Risiko, einen Verkehrsunfall zu haben, der sogar tödlich enden kann oder zumindest mit einer ordentlichen Verletzung enden kann als Autofahrer. Ja. Auf das lasse ich mir ein, wenn ich Motorradlfahrer bin. Das heißt aber nicht, dass ich Motorradlfahren nicht lässig finden kann. Ja. Ich bin selber viel Motorrad gefahren und das hat was. Ja. Aber mir muss klar sein, auf was für Risiko ich mich einlasse. Und ich kann das Risiko managen. Ja. Also ich kann durch die Gegend harzen wie ein Irrer, genauso wie ich natürlich auch vorsichtig fahren kann. Ja. Ich muss selber entscheiden, wie ich es mache. Ja. Ich sollte möglichst nicht jemand anderen gefährden. Aber wenn ich jetzt eine Risikosportart mache, ja, so wenn ich jetzt irgendwie klettern gehe oder Bergstein gehe oder Skitouren gehe, ist das Gleiche. Ich bin ständig am Risiko managen. Ja. Das ist vielleicht an einem schönen Tag bei der Laminenwarnstufe 1 sehr leicht zu managen, aber es kann durchaus kritisch werden. Ja. Also jeder kennt das. Ja. Ja. Und das ist in allen Bereichen so. Ja. Und warum sollte das bei einem Virus anders sein? Also ich glaube, es geht eher darum, um die Fähigkeit, dass ich für mich selber ein Gespür dafür kriege, wo liegt das Risiko für mich? Ja? Und dann natürlich nicht nur Eigenschutz oder Eigenbewertung, sondern wo liegt auch das Risiko in meinem Umfeld? Also bei meiner Mutter, bei meiner Lebensgefährtin oder bei meiner Oma. Und die beziehe ich dann mit ein in mein Risikomanagement. Aber das mache ich ja sonst auch. Wenn die bei mir im Auto sitzen, sind sie Teil meines Risikomanagements. Und aber würdest du zum Beispiel, wenn man ein sehr altes Familienmitglied hat, in einer virusreichen Zeit, würdest du das Familienmitglied auf Abstand halten? Da würdest du jetzt nicht hergehen und sagen, komm mal, lass dich. Also da kommen wieder so viele Sachen dazu, ja, weil es kommt eher darauf an. Also heuer wird, also in Ischgl zum Beispiel, ja, wäre es total spannend, habe ich ausreichend Antikörper gebildet, ja oder nein? Weil das bedeutet in dieser Frage komplett was anderes. Ja? Also wenn ich zum Beispiel in Wien lebe, wo nicht viel gewesen ist, wo ich wahrscheinlich eh keine Antikörper habe. Ja? Verstehst du, was ich meine? Ja? Also, weil wenn ich Antikörper gebildet habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Oma gefährde, geht gegen null. Ja? Wenn ich noch keine gebildet habe, muss ich erst einmal infiziert sein und nichts davon merken und so, keine Ahnung, dann muss aber die Oma erst einmal infizieren, das muss erst einmal schaffen. Ja? Was ja auch nicht so einfach ist, wenn man gewisse Dinge einhaltet, ohne, ich kann die Oma treffen, ja? Also in der Distanz, in der wir zwar jetzt sitzen, ist es gar nicht so einfach, die Oma in kürzester Zeit anzustecken. Ja? Und im Winter sitzt man halt eher drinnen, das ist vielleicht ein bisschen ein Nachteil vom Winter. Aber auch das sollte man mit meiner Oma ein bisschen ausmachen. Ja? Und das ist wieder ein Teil meines persönlichen Risikomanagements. Und vielleicht gibt es dann wirklich einmal eine Phase, wo es wirklich heiß hergeht, ja, wo ich dann vielleicht einmal 2-3 Wochen darauf verzichte, weil ich einfach sage, das ist mir zu heiß und auch die Oma sagt, das ist ja zu heiß. Und sie sagt, das ist schon okay, wenn sie jetzt einmal auf Abstand bleibt. Aber das mache ich mir aus, wie vernünftige Menschen sich das ausmachen. Ich lasse mich sicher nicht von der Politik in irgendeiner Hysterie eintheatern. Aber ich brauche natürlich auch gute Informationen. Also da wäre halt gut, wenn ich sachliche, korrekte Informationen kriege, und dann auch die Corona-Ampel mir sagt zum Beispiel oder wer immer, ein Statusbericht oder. Aber das ist interessant. Bei mir geht jetzt wirklich das Bild um beim Skitouren gehen. Ich gehe sehr gern Skitouren und die Gefahr ist dort wirklich vorhanden. Das heißt, es ist eigentlich dann so, wie ich mich auf eine Skitour vorbereite. Ich schaue mal Lawinenwarnbericht, Corona-Bericht. Ich schaue mal, ob mein Gebiet grün ist, gelb oder rot. Dann schaue ich quasi, auf welchen Abstand ich mich einlasse, je nach Ampelschaltung. Ich entscheide beim Skitouren gehen auch, gehe dann eher steil oder gehe nordseitige Hänge. Das heißt, es braucht einfach ein Selbstmanagement. Ja, klar. Ich muss mich besser informieren, um dann entsprechend zu agieren. Aber wobei ja das,
das Virengeschehen ändert sich ja nicht minütlich oder täglich, sondern ich kann ja ungefähr schildern, wie der Winter ablaufen wird. Ja? Also ich kann mir das richtig vorstellen. Ja? Also wir werden im Oktober werden wir schon die erste, wenn man halt so typisch, die Medien werden schon langsam nervös, weil wann kommt die Virensaison? Ja? Und dann typischerweise werden halt im November werden halt die Influenza-Viren kommen. Die detektieren wir, weil wir solche Sentinel-Praxen haben, die schon drauf schauen. Wir werden auch Coronaviren detektieren. Vielleicht detektieren wir auch schon den neuen. Ja? Und dann geht es irgendwie los. Dann fängt sozusagen das Infektionsgeschehen baut sich dann auf. Vielleicht erst im November, vielleicht fängt es erst im Dezember an. Und dann ist halt die Frage, auf was schauen wir jetzt? Auf Influenza-Viren oder auf Coronaviren, auf den neuen Coronaviren? Und wie gehen wir damit um? Ja? Und irgendwann ist der Peak erreicht. Ja, und irgendwann ist es überschritten und dann geht es wieder runter. Und irgendwann ist es wieder vorbei. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir da durch diese Phase? Ja? Und da gebe ich dir schon recht. Da brauchen wir dann richtig gute Informationen. Und jeder muss dann auch ein bisschen für sich selber entscheiden, wie er das macht. Ja? Würdest du mir empfehlen zum Beispiel oder auch anderen, Antikörpertests zu machen? Das kommt darauf an, wo du warst und wo du bist. Also ich würde es nur jedem, also jeder, der in wirklich ein Hochrisikogebiet war, wo sehr viel Infektionsgeschehen war, würde ich schon empfehlen, ja. Weil ich würde aber auch schauen, mit welchem Test ich das machen lasse. Also da würde ich mich sehr genau erkundigen. Also da gibt es ja, also derzeit sind es vor allem laborgebundene Tests, aber es gibt inzwischen schon Labors, glaube ich, die recht seriöse Tests anbieten, auch für Individuen. Wie erkenne ich das? Ob der Test, den ich da jetzt mache, möglichst valide ist? Ja, das muss ein Labormediziner entscheiden. Für das gibt es Labors. Ja, aber es rufen jetzt einige, auch Privatpraxen rufen große Antikörpertests aus. Ja, aber nochmal, es gibt, was sind 140 Tests am Markt inzwischen? Mhm. Ja, also es ist gigantisch. Also ich kenne mich da nicht aus. Ja. Aber wie soll ich drauf ja, kommen? Ja, aber da braucht es eben auch irgendwo wieder jemanden, der sich ein bisschen darum kümmert. Am gescheitesten wäre Österreich, schaut sich 5 Tests genauer an, validiert die für Österreich und sagt dann, das sind unsere 2 Tests, die wir empfehlen und dann alle Labors in Österreich, zumindest die öffentlich finanziert sind, verwenden die dann. Aber das gibt es noch nicht. Es gibt Labortests, natürlich gibt es jetzt. Nein, aber dieses Rating, diese Abschnitte, die gibt es nicht. Wie soll es dann für mich selber rausfinden? Weiß ich nicht. Also, okay. Es gibt gute, seriöse Labors. Also nur mal und der Antikörpertest ist deutlich billiger als dieser PCR-Test. Kostet so um die 30, 35 Euro. Ist also leistbar. Und wenn es ein gutes Labor ist, dann erklärt es mir auch auf über die Limitierungen des Tests. Also es gibt keinen diagnostischen Test in keinem Bereich, der perfekt ist, auch da nicht. Aber ich glaube, inzwischen sind sie schon relativ gut. Sie sind nicht perfekt, aber es wird schon besser. Und wenn ich jetzt in einem Bereich, wo viel Infektionsgeschehen war, dann, und vor allem, wenn ich jemand war, der Symptome gehabt hat, ja, und wenn ich jemand war, der noch dazu PCR, also mit dem Wattestäbchen getestet worden ist und noch dazu positiv ist, getestet worden ist, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass ich Antikörper gebildet habe und das kann ich mir bestätigen lassen. Ja. Und dann ist recht spannend zu schauen, wie sich zum Beispiel diese Antikörper in der Person entwickeln. Ja. Sind die nach einem Jahr immer noch vorhanden? Das sind ja diese offenen Fragen. Ja. Genau, wollte ich jetzt sagen, das weiß man. Aber jetzt rein so, dass man jetzt irgendwie alle Antikörper testen, auf einer individuellen Ebene, das würde ich mir gut überlegen. Ja. Weil vor allem, wenn ich keine Symptome gehabt war, in einem Gebiet mich auch immer aufgehalten habe, wo eigentlich kein Infektionsgeschehen war, ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, ja, dass ich, glaube ich, positiv bin. Ja. Also würde ich mir gut überlegen. Eine Frage aus der Community war zum Beispiel bei diesem PCR-Test, der gemacht wird, um zu erkennen, ob einer Covid-19 positiv oder nicht ist. Das könnte ja auch sein, dass der auch auf bereits bekannte Coronaviren anspringt. Na, also da gibt es ja auch ganz viele verschiedene PCR-Tests. Ja. Also wenn man die verwendet, die von unseren öffentlichen Institutionen verwendet werden, also die wir einsetzen, die Gesundheitsbehörden, dann tun die das nicht. Das heißt nicht, dass sie perfekt sind, ja. Aber das ist wie CSI Miami, die halt auf DNA-Spuren suchen, sucht man da halt RNA-Spuren, aber genetisches Material, wenn man so will. Und die können auch falsch positiv sein, ja, aber prinzipiell sind die sehr, sehr sensitiv auf dieses spezielle neue Virus. Mhm. Weil du RNA gesagt hast, da gab es eine Frage bezüglich der Impfungen und das finde ich ja interessant. Da wird ja jetzt schon über einen noch nicht vorhandenen Impfstoff sehr rege diskutiert. Ja. Wie stehst du dazu? Beziehungsweise die Ellie hat auf Facebook die Befürchtung geäußert, der Impfstoff, der da kommt, obwohl wir noch nicht kennen, wird wahrscheinlich ein RNA-Impfstoff sein. Ja, aber es gibt Impfstoffe, es gibt so viele verschiedene Formen von Impfstoffen. Ja? Und es gibt, glaube ich, weiß nicht, wie viele hunderte Firmen, ja, die sind jetzt derzeit eher kleine Firmen und zum Teil auch größere schon, die jetzt versuchen, da was zu entwickeln. Ja. Das wird
also da ist extrem viel in der Pipeline, ja. Und da wird ein paar Produkte werden sozusagen immer weiterkommen und vielversprechend bleiben. Und vielleicht wird es dann irgendwann einmal von zwei oder drei wirklich großen, das werden wahrscheinlich dann große Firmen sein, die dann den Impfstoff auf den Markt bringen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das heuer nur passieren wird. Ja? Und was das dann, wie genau der Impfstoff dann funktioniert, ja, also das wird man dann schauen. Ja? Es wird einfach, was macht der Impfstoff? Aber Impfstoff macht nichts anderes als eine Immunreaktion. Also du bietest dem Körper etwas an und das unser Immunsystem reagiert darauf und bildet ausreichend Gedächtniszellen und ausreichend Antikörper. Ja? Und bei einem Kontakt mit dem richtigen Virus ist unser Immunsystem einfach viel schneller im Starten und auch in der Effizienz, das Infektionsgeschehen einzubremsen, dass wir nicht wirklich krank werden. Ja? Oder wenn überhaupt, dann nur ganz schwach krank werden. Das ist das Ziel von einer Impfung. Und das ist eigentlich ein sehr schlaues Prinzip. So, aber noch ganz kurz. Wir brauchen eine Impfung, die effektiv ist, also die muss funktionieren. Also sie muss das machen, was eine Impfung macht. Und zwar nicht nur in uns zwar und in Kindern, die immer sehr gut responden, sondern auch in älteren Menschen. Und das ist extrem schwierig. Ja, das wissen wir von der Influenza-Impfung. Also das ist nicht einfach, bei älteren Menschen einen ausreichenden Response zusammenzubringen. Also 100% wird es sowieso nie. Jetzt sagen wir bringen einen Response zusammen von 50%. Das bedeutet, dass 50% der Leute ausreichend immunisiert worden sind durch die Impfung, aber 50% eben noch nicht. Ja? Also die können nach wie vor erkranken. Also da müssen wir mit umgehen können. Und da muss die Impfung sicher sein, weil wir impfen eben auch junge, gesunde Leute. Und da darf nichts passieren, aber schon sicher nichts. Nicht einmal 1 zu 50.000 darf da ernsthaft passieren. Also wir müssen sicherstellen, dass die Impfung sicher ist. Und das ist zum Beispiel ein Riesenproblem, dass du ganz, ganz lang brauchst, um das zu gewährleisten. Deswegen rechne ich heuer sicher nicht mit einer Impfung. Ja? So, und nächstes Jahr, stell dir vor, also das ist das Best-Case-Szenario. Wir haben nächstes Jahr im Frühjahr irgendwann ein oder zwei Impfstoffe, die diese Kriterien erfüllen. Sie sind effektiv, sie sind sicher und da müssen sie noch leistbar sein. Ja, das ist jetzt die nächste Frage. Und dann müssen wir sie noch und jetzt kommt die nächste Krux, wir müssen sie in ausreichender Zahl produzieren können. Und das sage ich dir jetzt schon. Die meisten Österreicher werden nächstes Jahr gar keine Impfung sehen, weil wir werden nächstes Jahr nicht so viel Impfstoff produzieren können, ja, dass wir diese Milliarden von Menschen impfen können und Österreich weiß ich nicht, ja, wer es da als Erster kriegt. Österreich glaube ich nicht. Ja. Also werden wir wahrscheinlich noch einen Winter warten müssen. Ja. Und dann werden es immer noch nicht alle Österreicher kriegen, sondern werden sie wahrscheinlich auch erst einmal eine gewisse Gruppe von Österreichern kriegen, weil wir nicht gerne 9 Millionen Impfstoffe am Weltmarkt kriegen, sondern halt einmal nur für 100.000 Leute. Ja. Und dann und so weiter und so fort. Also wenn wir uns schon darauf einstellen müssen, das ist meine Meinung, kann mich wieder wie immer täuschen, ja. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir auf einen Impfstoff, also wir zwar wahrscheinlich jetzt noch 3, 4 oder 5 Jahre im besten Fall warten müssen, ja, auch wenn er schon vorher verfügbar ist. Im schlimmsten Fall gibt es in 5 Jahren noch nicht einmal überhaupt einen Impfstoff. Aber wie hoch ist das Risiko, dass unter diesem hohen Druck, der besteht ja, also der Wille ist ja so groß wie noch nie, einen Impfstoff zu finden, auch solche Sicherheitskriterien ein bisschen aufgeweicht werden? Also das hoffe ich nicht. Also da verlasse ich mich auf unsere wir haben Behörden, die das regulieren, auf europäischer Ebene und auf österreichischer Ebene. Also auf europäischer Ebene ist es die European Medical Agency, so heißt die EMA. Und auf österreichischer Ebene ist es die AGES, die Agentur für Ernährungssicherheit. Und die arbeiten schon professionell. Ja, ich glaube, die lassen nichts, also die werden nichts lizenzieren, von dem die nicht ausgehen davon, dass es den Kriterien entspricht, die es ja gibt. Ja? Also darauf verlasse ich mich. Ja? Und ob es dann Sonderzulassungen gibt für Hochrisikogruppen, aus welchem Grund auch immer oder so, aber ich glaube nicht einmal das, ja, sondern es entweder wird zugelassen oder wird nicht zugelassen. Ja. Ich habe gerade heute ein Video gesehen von einem angeblichen Experten, der ist in Hamburg aufgetreten auf einem Marktplatz und hat dort vor vielen Leuten gesprochen und gesagt, ich weiß, mittlerweile wird in der Entwicklung des Impfstoffs schon der Tierversuch übersprungen und es werden Menschen in einer... Ich weiß nicht, warum das Thema Impfen so polarisiert. Ja. Ich mache sehr viele Lehrveranstaltungen mit Impfungen. Und die erste Frage, die ich immer stelle, ist, warum glaubt ihr, polarisieren Impfungen so? Es gibt nämlich kaum ein Thema im Gesundheitsbereich, das so polarisiert. Wobei gerade Impfungen als Arzneimittel sehr evidenzbasiert diskutiert werden können. Also sehr sachlich und ohne Emotion. Jede Impfung ist anders, also ist ja nie gleich. Du kannst jede Impfung komplett sehr sachlich diskutieren. Ja, es gibt wissenschaftliche Studien, es gibt Evidenz. Also du kannst am Ende des Tages, kannst dann irgendwie so, ja. Aber es gibt keinen Grund für Emotionalisierung und trotzdem ist sie da, diese Emotion. Ja. Ich habe eine eigene Erklärung dafür, aber das war eine eigene Sendung. Ja.
Aber es ist irgendwie spannend, ja, weil Antibiotika polarisieren ein bisschen, Cortison polarisiert ein bisschen, es gibt ein paar andere Sachen, aber nichts polarisiert so wie Impfungen. Du kannst, wenn ich will, mache ich aus jedem Stammtisch, aus jedem Seminarraum sofort einen Kochkessel innerhalb von 5 Minuten beim Thema Impfungen. Du musst nur ein bisschen Öl reingießen und alle flippen aus. Ja. Aber kaum jemand schafft es wirklich auch sachlich darüber zu diskutieren. Ja. Ist echt teilweise wirklich anstrengend, auch mit Ärzten übrigens. Ja. Sachlich über Impfungen zu diskutieren, ist teilweise wirklich anstrengend. Ja. Mhm. Und ich habe es auch schon probiert. Die Reaktionen waren tatsächlich... Ja, es ist ein ganz stark polarisierendes Thema. Wie gesagt, da kommst du gleich Eck. Ja, klar, sowieso. Obwohl es Arzneimittel ist und du kannst es sachlich, evidenzbasiert, wissensbasiert diskutieren, weil es so viele Studien darüber gibt und es wirklich sich sehr gut eignet für Sachdiskussion. Und es ist trotzdem nicht möglich, weil es einfach nicht geht. Ja, es ist irgendwie, ich melde mich nochmal aus der Regie. Ein Thema, was natürlich wieder ein neues Thema jetzt vielleicht ein bisschen aufmacht, aber was sicher, wo du ja auch als Public Health Experte quasi sicher was dazu sagen kannst, die Frage, was das mit unseren Kindern gemacht hat oder noch machen wird, kam jetzt auch schon ein paar Mal, also im Sinne von, ob sie wirklich vielleicht sogar traumatisiert werden durch dieses plötzliche nicht mehr zur Schule gehen dürfen, die Großeltern nicht besuchen dürfen und jetzt in der Schule in so komischen Systemen mit Masken eben teilweise. Was glaubst du, macht das mit unseren Kindern und glaubst du, dass das auch wirklich ernsthafte, schlimmere, traumatisierende Folgen hinterlassen wird? Also das ist eine super Frage, ja. Ich bin ja irgendwann auch relativ rasch in diese Kinderdebatte reingerutscht und das war mir eigentlich sehr recht, ja, weil Kinder von zum Glück, ja, das ist nicht immer so, ja, aber zum Glück von dem Virus wenig betroffen waren. Es gibt zwar durchaus Kinder, die auch mit Vorerkrankungen oder aus irgendeinem anderen Grund schon auch jetzt, wo man aufpassen muss, aber die dürfen auch andere virale Infekte nicht kriegen. Ja. Aber ansonsten sind Kinder nicht wirklich bedroht. Ja. Wenn natürlich Hunderttausende von Kindern mit einem Virus infiziert sind, kann schon einmal auch ein schwerer Verlauf dabei sein. Das hat es auch gegeben. Ja. Und es hat auch Todesfälle gegeben, aber das waren absolute Einzelfälle. Ja. Und so, das ist wirklich, es ist einfach so. Infektionsgeschehen ist ein Infektionsgeschehen. Ja. Aber sind wir froh, dass sie eigentlich wenig bedroht sind. Also hab ich mich relativ rasch auf die indirekten Folgen konzentriert. Und es war wirklich schwierig, das zu thematisieren, weil das wollte irgendwie keiner richtig hören. Ja. Und ich war dann froh, dass die Fachgesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde da voll eingestiegen ist. Ja. Und meiner Meinung nach sehr sachlich und sehr korrekt. Ja. Aber auch die hat sich fast nicht Gehör verschafft. Ja. Also die waren von Anfang an für einen viel sachlicheren Umgang, auch bei dem Thema Masken und Schulen und so. Aber die haben sich interessanterweise nicht durchgesetzt, ja. Obwohl es unsere Fachgesellschaft ist. Ja. Oder nicht durchgesetzt, stimmt nicht ganz. Ja. Aber ich find zu wenig durchgesetzt. Ja. Was hätte die vorgeschlagen? Also ich glaube, allein die... dass man die Kinder so ins Eck gestellt hat, dass sie die Brandbeschleuniger in dieser Pandemie sind, die war einfach falsch. Ja? Das hat auch die Fachgesellschaft relativ rasch gesagt. Ja? Jegliche Evidenz in die Richtung hat immer in die andere Richtung gedeutet. Ja? Und ich weiß nicht, warum man da immer, das sind ja nach wie vor manche überzeugt davon, dass das so ist. Die lassen sie einfach nicht davon abbringen. Ja? Ich weiß nicht, warum. Also ich weiß nicht, was man ihnen noch alles präsentieren muss. Ja? Jetzt haben wir die ganzen Realtime-Daten aus skandinavischen Ländern, wo die Schulen zum Teil immer offen waren oder sehr früh wieder geöffnet haben. Es hat null Effekte gehabt. Die haben die Kinder getestet, die haben sich Infektionsketten angeschaut. Jetzt haben wir uns Infektionsketten in Österreich angeschaut und wir haben es nicht gefunden. Die AGIS hat es gesagt, aber es gibt immer noch Leute, die können das nicht glauben. Und das ist für mich zum Beispiel was, das ist für mich nicht mehr rational, das ist für mich nicht mehr wissenschaftlich. Also wenn Wissenschaftler aus irgendeinem Grund gegen Evidenz nicht akzeptieren können, die wieder ihrer eigenen Meinung ist, das ist nicht wissenschaftlich. Also das muss ich irgendwann einmal akzeptieren. Also irgendwann muss ich mal akzeptieren, dass es eben bei den Kindern nicht so ist. Zumindest nicht bei diesem neuen Coronavirus. Warum auch immer. Gibt es wahrscheinlich viele Gründe, aber es ist nicht so. Und dann, glaube ich, muss man akzeptieren, dass es diese indirekten Folgen gibt, die jetzt angesprochen worden sind. Also Quarantäne, das wissen wir auch aus vielen Studien, hat negative Auswirkungen auf Kinder. Nicht auf alle Kinder. Ja? Aber wenn du 1 Million Kinder hast, dann ist halt 1% von 1 Million ist immer noch viele Kinder. Ja? Und wenn die dann in der Quarantäne Gewalt ausgesetzt sind, ob das psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt ist, das ist dann zu viel. Ja? Das ist zu viel. Und dann ist natürlich immer die Frage, was macht es mit Kindern, wenn ihre Eltern zum Beispiel ängstlich und paranoid und hysterisch sind. Ja? Was macht es mit Kindern, wenn du ihnen Masken aufhörst, ja? Oder in einer Schule, da spielen sie ja nach wie vor Sachen ab, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja? Nach wie vor, jetzt. Ja?
Ja, also irreste Dinge von nach jedem Kind wird, also Kinder dürfen nicht bei geschlossener Klote aufs Klo gehen und hinter jedem Kind wird nachdesinfiziert und so, jetzt noch, ja. Und da denke ich mir immer, was habt ihr vor, ja? Kinder rennen mit Maske im Freien herum, ja. Dreijährige Kinder gehen mit Maske auf einen Kindergeburtstag, ja. Und nehmen die Maske nicht runter, weil sie sagen, die muss oben bleiben, ja. Weil anscheinend, ja, weiß man gar nicht warum. Ja. Solche Dinge, also da passieren, und das hat Auswirkungen, da brauchen wir gar nicht reden drüber. Ja. Bräuchte es wissenschaftlich basierend keine Maske eines Kindes in der Schule? Nein, braucht es nicht. In einer Volksschule, in einem Kindergarten brauchst du keine Maske. Also ich hätte generell, kann man dann bei den größeren Kindern, die ja mit Masken umgehen können, kann man über Masken nachdenken, aber das haben wir vorher schon geredet. Du musst es ganz klar definieren, aus welchem Grund, also du musst es den Eltern erklären, den Jugendlichen erklären, die sind groß genug, dass sie es verstehen, und den Lehrern erklären, und du musst genaue Kriterien sagen, also warum machst du es und wie lange machst du es? Also wann sind sie auch wieder weg? Ja? Also, weil da machst du es nicht an einer Verordnung fest, sondern machst es an Kriterien fest. Weil das Problem mit diesen Verordnungen ist, sie sind zum Teil gemacht worden vor 5 Wochen, wo das Infektionsgeschehen noch ganz anders war, und treten in Kraft, wo das Infektionsgeschehen schon längst viel weiter ist. Ja? In dem Fall positiv weiter ist, Gott sei Dank. Es hätte ja, also Dinge können sich auch negativ verändern. In dem Fall hat sich es halt positiv verändert. Und dann ist aber die Verordnung nicht mehr adäquat. Aber sie tritt trotzdem in Kraft, weil das ist halt so, ja, das geht nicht mehr anders, Beamtenstaat. Und jeder Widerstand ist zwecklos. Ja? Wenn die Direktorin sich wehrt, ja, dann kriegt sie ja, was weiß ich, was für ein Verfahren. Ja? Und wenn sich die Eltern wehren, und ja, und solche Dinge passieren halt jetzt. Und das ist nicht gut. Ja? Das. Aber würden wir, das ist nämlich interessant, würden wir ohne Verordnung dann eher Probleme machen? Ja, das braucht die Gesellschaft Verordnungen? Also unser Bildungsbereich ist so antiquiert. Ja? Der stammt noch aus den 70er Jahren. Ja? Also diese ganze Organigramm. Das ist so hierarchisch, ja. Also warum das so ist, weiß ich nicht. Außerdem ist es unglaublich parteipolitisch durchsetzt, ja. Das ist aber auch zum Beispiel der Sozialversicherungsbereich. Ja? Das ist ein vollkommen durchhierarchisierter Bereich. Das ist jedes Krankenhaus ist ein hierarchisches Konstrukt, ja. Wir haben jede Universität. Also wir haben ganz viel fast schon militaristische Organisationen in unserer Gesellschaft, ja. Anscheinend brauchen wir das, ja. Wir Österreicher funktionieren am besten in der Hackordnung, ja. Und da gibt es auch diesen Typus, ja. Das ist also ein typischer Ministerialbeamter, der auch in einer Hackordnung ist. Und die fühlen sich am wohlsten in Systemen. Weil ja. Er braucht eine Weisung und er muss eine Weisung geben können. Und wenn unter ihm keiner mehr ist, dann muss er halt irgendjemandem eine Weisung geben, der bei der Diana kommt. Ja. Na, und das ist für einen, der dann versucht, ein bisschen anders zu denken, schwierig, weil der kriegt von den Beamten immer das Gefühl, der hat seine Antwort. Nur er denkt nie über das nach, was das Verlangen des anderen ist. Also wenn ich dem komme mit einer Idee, sagt er, steht nicht in der Verordnung. Ja. Aber das ist, glaube ich, dieser Mentalitätsunterschied. Ich glaube, die Skandinavier, ob das jetzt was mit Protestantismus zu tun hat und katholischen, ja, das weiß ich nicht. Aber die haben sicher einen anderen Zugang zu Staat und Wissenschaft und auch sozusagen eigenen Selbstverständnis. Ja? Also die Eigenverantwortung ist deutlich höher. Ja? Und auch sozusagen die Hörigkeit gegenüber dem Staat ist eine ganz andere. Ja? Und auch die Rolle der Frau hat sich dort viel früher verändert als bei uns. Ja? Also das ist einfach eine viel flachere Gesellschaft. Auch der Umgang miteinander, ja, ist halt typisch skandinavisch. Das sind einfach sehr flache Hierarchien. Das merkst du sofort, wenn du dort zum Beispiel auf einer Universität bist oder in solche Einrichtungen gehst. Das ist viel flacher. Ja? Es gibt auch Organigramme, es gibt auch Entscheidungswege, aber es ist alles viel flacher. Ja? Und, aber das in einer Pandemie ist sehr spannend, wenn es solche Strukturschwächen oder solche Strukturmerkmale unglaublich sichtbar. Ja? Also ob es jetzt im Pflegeheim ist oder im Bildungssystem, du siehst wirklich das Skelett, ja, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Ja? Also übrigens siehst du auch, wie die Feudalgesellschaft einer Politik funktioniert. Ja? Um der Fürst, ja, der glänzt, und er gibt dann quasi seine Lehen her und alle seinem Fürst, alle Untertanen, ja, dienen ihm. Ja, und es ist wirklich, es ist so sichtbar, es ist unglaublich, wie das sichtbar wird in einer Pandemie. Ja? Und, also, es ist wie ein Röntgengerät, ja, von einer Gesellschaft. Ja? Es ist unglaublich. Aber übrigens auch die schönen Seiten einer Gesellschaft werden sichtbar. Also das Engagement, die Solidarität wird sichtbar, aber auch die Fratze, also wieder der Blockwart, die Denunzianten. Ja? Also es ist unglaublich. Also wir haben ja teilweise Leute gehabt, die haben agiert wie in den 30er Jahren. Ja? Wie in die 30er Jahre. Also wenn wissen wolltest, wie das damals war, da hast du den Typus wieder gesehen. Ja? Da gibt es ja diesen Blockwart, glaube ich, im Internet, so eine Figur von einem Puppenschauspieler, den Namen habe ich vergessen. Aber das ist, also dieser Typus tritt plötzlich auf die Bühne. Ja? Den gibt es zwar immer, aber da jetzt wird er präsent. Das ist ja wieder sichtbar. Ja?
Aber wie gesagt, es gibt beide Seiten, Gott sei Dank, in einer Gesellschaft. Ja. Die Claudia will wissen, auf YouTube schaut sie zu, ob du wirklich freiwillig gegangen bist aus der Taskforce. Ja, definitiv. Definitiv, ja. Dann eine persönliche Frage vom René. Wie sieht dein aktueller Alltag aus? Wie viele Anfragen landen im Postfach? Und warum du ein Buch schreibst? Ja, also in der Blüte habe ich wirklich eine E-Mail pro Minute gekriegt. Es war Wahnsinn, ja. Es ist unglaublich. Vor allem, du kriegst auch so viele private Sachen und du kommst auch nicht mehr dazu, dass du alles machst. Und das Buch ist mir passiert. Das war die Maria Seifert, das ist ein kleiner Familienverlag in Wien. Die hat mich angeschrieben, ob ich irgendwie drüber nachgedacht habe. Und wie sie mich anschreibt, habe ich dann intensiver drüber nachgedacht und dann habe ich mich dazu entschlossen. Und das ist eigentlich nur Zusammenführen von den Dingen, die ich sowieso gesammelt habe. Aber wenn du ein Buch schreibst, dann muss es ja irgendwo eine Geschichte sein. Ja? Und wenn die Geschichte kalendarisch geordnet ist, dann versucht natürlich auch mehrere Stränge ineinander zu verwickeln. Also es ist irgendwie meine eigene Lernkurve, die ja auch sehr steil war. Ich habe ja auch viele Sachen nicht richtig interpretiert am Anfang. Ja? Und meine eigene Lernkurve, dann hast du irgendwie die wissenschaftliche Entwicklung, dann hast du irgendwie ein bisschen die Medien, also die Kommentare von anderen gescheiten Leuten und dann hast du natürlich auch diese politischen Strang. Und diese Stränge versuche ich irgendwie parallel zu ziehen über 3 Monate. Also es geht über 3 Monate von Mitte Februar bis Mitte Mai. Also es endet, hat schon geendet. Ja. Und ja, ich bin eh schon fast fertig. Jetzt muss ich noch schauen, dass ich selber zufrieden bin damit und dann hoffe ich, dass es Ende Juni fertig ist. Ja. Ende Juni und heißt dann Tagebuch einer Pandemie, oder? Ja, das ist der Untertitel. Corona-Rätsel haben wir uns jetzt entschieden, weil es eben eigentlich sehr viel Rätsel aufgibt, diese Pandemie ja nach wie vor. Und auch zum Beispiel die Entscheidung am 30. März ist ja sehr rätselhaft, ja, auch wenn es ein paar Hypothesen dazu gibt, ja, die Entscheidung zu dieser Eskalation. Aber Corona-Rätsel, Tagebuch einer Pandemie, ja. Und dann ist noch ein zweites Buch entstanden, aber das war eher, weil ein Freund von mir, der ist Journalist, der Martin Römerle, der hat mich gefragt, ob ich Mitherausgeber bin von einem Buch. Und da haben wir dann andere Autoren eingeladen. Und da geht es aber eher, denken wir das, unsere quasi Gesundheit neu. Also wie kann ein Gesundheitssystem oder das österreichische Gesundheitssystem gestärkt aus so einer Pandemie rausgehen und sich sozusagen in die richtige Richtung verändern? Aber da sind wir doch wahnsinnig beratungsresistent. Ja, also wenn ich mir das jetzt anhöre, was es bräuchte und was eben sichtbar wird in der Pandemie, so klar, ja, wirklich so klar, wie auf dem Röntgenbild. Es verändert sich ja, also das ist ja, jetzt... Ja, aber schau, eine Gesellschaft besteht immer aus verschiedenen Interessensgruppen, ja. Und je nachdem, wer mehr Macht hat und wer lauter schreit, ja, der zieht in eine Richtung. Und alle ziehen in irgendwelche Richtungen, ja, und die halt am meisten Macht und am lautesten ziehen vielleicht am stärkeren. Und so bewegt sich eine Gesellschaft halt einmal mehr in die eine und mehr in die andere Richtung. Aber und da kann man jetzt zum Beispiel die Richtung, in die sich die österreichische Gesellschaft bewegt, kann man jetzt bedenklich finden, ja, oder man kann sie super finden und dementsprechend wählen. Aber ich gebe dir recht, ja, und so passieren ja zum Beispiel auch Reformen. Reformen passieren ja eher sprunghaft. Ja? Du hast irgendeinen Skandal, das ist zum Beispiel typisch Gesundheitsreformen. Du hast einen Skandal, einen Pflegeskandal oder irgendeinen anderen Skandal und alles, was nie gegangen ist, geht plötzlich. Ja? Gibt es eine Anlassgesetzgebung. Oder nehmen wir zum Beispiel die Pandemie her. Wir reden seit 10 Jahren über E-Medikation und Telemedizin und solche Dinge. Na, geht sicher nicht. Das ist innerhalb von 2 Tagen gegangen. 2 Tage hat es gebraucht. Und das ist ja mal was Positives. Ja? Jetzt ist die Frage, hoffentlich bleibt das, ja? Weil das ist an und für sich etwas, was ich ja gern belassen würde. Ja? Oder auch andere Dinge haben ja durchaus auch gut funktioniert. Ja? Aber es ist echt zach, so ein Gesundheitssystem in die richtige Richtung zu verändern, ist extrem zach, weil du so viele Interessensgruppen hast. Aber das heißt eigentlich, in Österreich muss ich schreien. Ich muss laut sein, dass sie was tun. Ja, oder es muss was passieren. Es muss was passieren, dass die Politik irgendwie aufweckt, weil sie Angst hat, wenn sie jetzt nicht reagiert, nachher verliert sie Wählerstimmen. Ja? Und das sind oft Skandale. Also Skandale verändern Politik oft mehr als tonnenweise wissenschaftliche Evidenz. Ja. Aber das hat doch auch abgenommen, die Möglichkeit auf einen Skandal, weil die Opinion-Leader, die politischen, kontrollieren ja sehr stark auch das, was an das breite Volk an Information gereicht wird. Ja, klar. So, also das ist ja etwas, was mir ja auch so richtig erst aufgefallen ist, jetzt, glaube ich, erst in den letzten 3 Monaten, wie stark unser Geld, also unser Steuergeld, gepoolt wird in Töpfen, über die die Politik entscheidet. Ob das Kulturtöpfe zum Beispiel sind, natürlich gibt es auch Beiräte, ja? Aber die Beiräte verfügen nicht über einen Topf, ja? Sondern die Politik entscheidet, wer was kriegt. Medienförderung, ja?
Also ganz viele Töpfe werden bespielt von der Politik. Oder auch dieser Topf, mit dem jetzt Unternehmen geben. Also die Politik hat immer die Kontrolle über die Gelder. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber in manchen Bereichen, zum Beispiel der Medienförderung oder der Kulturförderung, finde ich es prinzipiell schlecht. Ja? Weil da hätte ich gerne, das hätte ich gerne getrennt. Ja? Und so könnte man sich auch andere Bereiche vorstellen, wo man sagt, ich will diesen politischen Einfluss nicht, weil dann genau das passiert. Ja? Die Politik finanziert eher Günstlinge oder eher Medien, die halt dann auf Bestellung Artikel liefern, was ja in Österreich inzwischen absolut der Fall ist. Also wir haben ja inzwischen eine Medienlandschaft, ja, die kannst du kaufen. Ja, die schreiben da alles, ja, bis hin zum Chefredakteur. Aber wenn sich die Starken untereinander immer wieder was zuspielen, auch in dieser Corona-Zeit war es jetzt so, dass beispielsweise die Boulevardblätter, weil sie die Auflagenstärkste sind, da wird nach Auflage gegeben. Ja, weil es die meiste Förderung kriegt. Genau, kriegen dann nochmal die meiste Förderung, ja, obendrauf. Also das war jetzt OE24, ja, heute Krone. Ja. Das heißt, es wird immer schwerer, was zu ändern, wenn das System sich, ja, genau, selbst stärkt. Ja, genau, richtig. Und die Frage ist immer, wohin geht der Trend? Ja? Geht also der Trend eher in die Richtung, dass die unabhängigen Medien wieder mehr werden und stärker werden. Ja? Also, das hängt ja auch von der Leserschaft ab. Ja? Also welches Medium abonniere ich oder abonniere ich nicht, ja? Welches unterstütze ich und unterstütze ich nicht. Oder geht der Trend in die andere Richtung? Ja? Also geht der Trend eher, dass eigentlich nur mehr diese Gratisblätter und diese Revolverblätter existieren, weil inzwischen gibt es ja auch Länder in Europa, gibt es fast keine Qualitätsmedien mehr. Ja? Und ich glaube, dass das ganz ein Riesenverlust ist für eine Gesellschaft, ja? Auch für eine offene Gesellschaft. Ja? Und dann bleibt halt, wenn dann so ein Land ist wie Ungarn, wo dann so letzte Reste von unabhängigen Medien nur mal irren Druck ausgesetzt sind und auch ins Gefängnis gehen dafür, dass sie eigentlich ihren Job machen, dann ist vielleicht der Orban glücklich, ja? aber eine Gesellschaft kann eigentlich nicht glücklich darüber sein, weil es eigentlich eine Katastrophe ist. Aber noch einmal, die erzählen die Geschichte dann so, dass dann auch dann die Mehrheit des Volkes glücklich ist, dass der letzte Kritiker quasi ausradiert worden ist. Ja? Aber dann bist du halt irgendwo angekommen, wo ich mir denke, da will ich nicht hin. Ja? Also das ist jetzt nicht unbedingt eine Gesellschaft, in der ich irgendwie anstrebe. Ja? Ja, aber das hat man auch in Österreich gesehen, dass eine Geschichtenerzählung dann beispielsweise sehr leicht auslösbar ist über ORF-Zwangsgebühren. Also wenn man das politisch inszeniert, dann sagt jeder, zahl doch nicht. Ja, aber das ist. Aber und dann hast du einen ORF, der ja eigentlich im. Da sind wir schon selber alle auch ein bisschen schuld, der natürlich politisch aufgeladen ist, auch in seinen Gremien. Aber im Prinzip von der Grundlage, wie er erdacht wurde, nämlich dass er der Gesellschaft, der Bevölkerung gehört und die sich einen möglichst unabhängigen Rundfunk leistet, das wäre ja die Grundidee, wenn sie dem wieder mehr entsprechen. Ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Dann muss es auch ein öffentlicher Rundfunk sein, der von der Öffentlichkeit bezahlt wird und von der Öffentlichkeit kontrolliert wird. Dann will ich auch ein statistisches Zentralamt, ja, so wie Statistik Austria, das öffentlich bezahlt wird und nicht irgendwelche Politiker die Zahlen geben muss, damit die entscheiden, welche Zahlen an die Öffentlichkeit kommen. Also was wir ja gerade erleben, ist ja ein Message Control Ende nie. Also wir haben das ja auch kritisiert mit dem offenen Brief. Wir sind in Europa wahrscheinlich das Land, wo die Wissenschaft am wenigsten Daten kriegt, um diese Pandemie zu erforschen, was ja in Vorbereitung der nächsten Virensaison komplett verrückt ist. Ja? Komplett kontraproduktiv. Aber sie wollen halt nicht, dass ihre Geschichte von Wissenschaftlern irgendwie kontrakariert wird. Das darf nicht passieren. Das ist nicht das, was sie haben wollen. Und das Message Control, die nervt mich dermaßen. Ja? Und da spielen auch viele Institutionen schon mit. Ja? Gerade Institutionen, die halt abhängig sind, ja, vom Bund und so, ja, die steigen da voll drauf ein. Ja. Und da dringt nichts nach draußen, da dringt nichts mehr nach außen. Und das ist halt auch schon, also Informationsfreiheitsgesetz hat in Österreich ist ja nie in Kraft getreten, im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern. Also da sind wir echt rückständig. Ja. Aber der Politik gefällt es anscheinend, weil sie natürlich sehr viel Kontrolle haben. Ja, und es funktioniert jetzt gerade, weil du gesagt hast, mit der Statistik Austria ja seit kurzem auch die Diskussion an Widerständen oder an gegensätzlichen Argumenten ist eigentlich komplett abgeflaut. Die müssen oder spielen dem Bundeskanzleramt die Zahlen am Vorabend zu. Ja, genau. Die können also sich nicht, das also anschauen. Nicht ihm persönlich, aber quasi einer Filtergruppe und die entscheidet, die zensuriert quasi die Daten. Ja, richtig. So muss aber das funktioniert. Das ist selbstverständlich. Aber du hast ja eigentlich einen Statistikchef gehabt. Der Besendorfer war ja ein wirklich sehr, sehr guter Chef, der genau das ändern wollte. Also der wollte die Öffentlichkeitsarbeit von Statistik aus ändern. Und da waren ja sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf seiner Seite. Aber das war genau nicht das, was sie wollten. Ja, deswegen ist er quasi nicht dort geblieben. Aber das ist jetzt wieder dieser Trend. Ja?
Es ist nicht, sind nicht diese Einzelentscheidungen, die man dann sagt, um Gottes Willen, ja, Katastrophe. Man ist ja Katastrophe, ja. Aus der Besendorfer wäre super gewesen, auch für die nächsten Jahre. Aber, sondern es ist der Trend. Also wenn du viele Entscheidungen hast, die dann in Summe immer zu einer stärkeren Message-Control führen und immer weniger Datenzugang oder immer einer kontrollierteren Medienlandschaft oder immer mehr abhängigen Kulturlandschaft, ja, oder was auch immer, dann kriegen wir immer mehr ein Problem. Und das passiert halt langsam, ja, fast unauffällig. Und du musst es thematisieren, du musst es darstellen, so wie den Rückgang der Gletscher. Ja. Also wenn du nicht in Abständen fotografierst und das dann quasi im Zeitraffer darstellst, dann siehst du den Rückgang nicht. Und was wir gerade erleben, ist quasi ein Rückgang an freier Gesellschaft. Ja. Also wir erleben einen Rückgang an Demokratie. Er passiert nur so schleichend, dass er uns gar nicht auffällt. Und übers Fernsehen und über diese Medien erzählen sie eine Geschichte. Ja? Und nachdem wir haben wir angefangen, in so virtuellen Welten leben, sehen wir das ja gar nicht mehr. Also das ist wie eine Fernsehserie. Ja? Da treten halt die Schauspieler auf, das sind halt Politiker und die Fernsehserie hat jeden Tag eine Fortsetzung. Und manchmal finden wir es nett und manchmal finden wir es nicht nett, aber im Endeffekt unterhalten sie uns. Ja? Aber das ist ja dann schwerer, oder merkt man immer wieder, für die, die versuchen, da noch eine Gegenposition darzustellen, die haben ja kaum noch Chance. Ja, erstens, sicher, dass es eine sachliche Diskussion wird. Da wird ja eher dann quasi der die andere Position einnimmt, persönlich attackiert. Genau. Weil das ja viel einfacher ist. Man, die Frage ist immer, damit kenne ich mich jetzt wenig aus, aber das wäre total spannend zu schauen, wann kippt eine Gesellschaft von Demokratie, aber also jetzt Meinungsfreiheit. Ja? Wann kippt eine Gesellschaft von der wirklichen Möglichkeit, seine Meinung zu äußern, in so eine Grauzone, wo du als wirklich sanktioniert wirst dafür, wenn du deine Meinung äußerst? Also ich habe schon einiges erlebt in den letzten 3 Monaten. Da habe ich mir gedacht, bin ich noch in Österreich oder bin ich in Ungarn? Ja? Und dann, wann kippt es dann quasi in einen Bereich, wo ich zwar attackiert wäre, aber es ist jetzt irgendwie eine verbale Attacke, ja? Das hält man ja aus. Wo es aber dann wirklich ins Eingemachte geht, wo du abgeholt wirst, ja? Wie es auch in Ungarn schon passiert. Und das ist die Frage, ja. Und dann würde ich mich, das würde mich wirklich interessieren, wie weit ist Österreich noch davon entfernt? Ja? Was probierst du es gerade selber ein bisschen aus auch? Oder? Nein, also ich glaube, wenn du in Österreich nicht wirklich alles sagen darfst, außer es ist jetzt irgendwas Strafbares, ja, aber jetzt rein sagen darfst, ohne damit zu rechnen, dass jetzt irgendwie der Staatsapparat, ja, die Geheimpolizei kommt, ja, übertrieben gesagt. Ja. Aber mich würde es echt interessieren, wie ist der Trend? Ich glaube, dass der Trend in Österreich in die Richtung geht. Aber die Frage ist jetzt, wie weit sind wir noch dann entfernt? Ja? Sind wir jetzt noch 30 Jahre davon entfernt, 20 Jahre davon entfernt oder ist das viel näher, als wir glauben? Ja? Also durch die Pandemie haben wir schon gesehen, was möglich ist, wie schnell du Gesetze verändern kannst. Jetzt zum Schutz der Gesundheit und so nochmal, das haben sie schon auch erklären versucht. Das muss man schon auch nicht zugute halten. Aber es ist also spannend zu schauen, ja? Nehmen sie es jetzt wieder zurück? Wann nehmen sie es zurück? Wie nehmen sie es zurück? Und was bleibt? Ja? Aber was die natürlich Politiker schon gesehen haben, ist, wie die Herde funktioniert. Und über Ängste funktioniert die Herde perfekt. Und Ängste kannst du immer schüren. Ja? Es können ja auch Ängste von anderen Dingen sein. Ja? Also Politik über Angst ist, wenn du es geschickt machst, ist eine Politik, die durchaus sozusagen den Bürger ja, in eine Herde verwandelt, ja? Die halt dann irgendwie nicht mehr wirklich auffallen will. Ja? Also du versuchst dann hoffentlich, und du bist halt schon stark auch in so asiatischen Gesellschaften, ja? Die funktionieren ja zum Teil so. Ja? Also du bist sehr konform und du musst genau funktionieren und ja nicht auffallen. Und wenn du auffallst, dann kannst du die Staatsmacht spüren. Ja? Also, ja? Und das ist durchaus in Südkorea so, ja? Also Singapur, ja? Du brauchst gar nicht nach China schauen. Also ich bin mir nicht sicher, ob du in Singapur auf die Straßen gehen kannst und die Regierung kritisieren kannst. Aber wenn du es sachlich machst und ohne jetzt irgendwie Schimpfworte zu verwenden, sondern du argumentierst irgendeine Handlung und zwar sachlich und korrekt. Als Wissenschaftler, glaube ich, das bin mir nicht so sicher, ob das alles so gern gesehen wird und ob da nicht irgendwo auch Grenzen überschreitest. Ja. Was ist dir da widerfahren? Ja, also ich will jetzt gar nicht viel drüber reden, aber es sind Attacken gewesen, aber das war irgendwie alles noch erwartbar. Ja. Das halten wir schon aus. Ja. Also das ist, aber es war jetzt nichts dabei, wo ich sage, da ist jetzt eine rote Linie überschritten worden. Ja. Und was wäre deine Empfehlung, damit man weniger in diesen Bereich kommt, damit man weiter weg von dem kommt? Ja, ich glaube, wir müssen wieder eine offene Gesellschaft werden. Ja. Also je offener und bunter Gesellschaft ist, ja, je mehr Leute sich engagieren, je mehr Leute Zivilcourage haben,
wir haben ja ganz viele Vereine und auch engagierte Leute. Ja. Solange wir das haben, machen wir jetzt eh keine Sorgen. Ja. Aber ich glaube, das ist auch ein Auftrag an die Jugend. Ja. Das ist jetzt etwas, wo also typisch die Studentenbewegungen immer dafür sorgen. Ja. Das können aber auch Schülerbewegungen sein, die einfach dafür sorgen, dass sozusagen die regierende Kaste sozusagen immer challenged wird. Ja. Und auch Sicht, Leideln, ich weiß schon, wir akzeptieren das, dass wir in einem reichen Land leben und dann wunderbare Rahmenbedingungen haben und für die treten wir ein. Ja. Also wir lieben Österreich, ja, aber jetzt ist Schluss. Ja. Das lassen wir uns jetzt nicht gefallen. Ja. Dafür gehen wir auf die Straßen und dagegen demonstrieren wir. Da haben wir ein Recht dazu. Ja. Und wir sagen auch unsere Meinung, das heißt jetzt Klimawandel zum Beispiel. Ja. Also ich finde es schon gut und ich hoffe, dass das jetzt wieder anfängt, ja, dass die Jugend sagt, Leideln, wir lassen uns von euch nicht den Planeten ruinieren. Ja? Also sicher nicht. Also wenn wir jetzt kippen nach dieser Pandemie wieder in diese Old-Style-Economy, ja, und was ja, die Gefahr ist ja wirklich riesengroß, ja? Weil da sind jetzt so viele Gelder zu vergeben, ja, wer wird die kriegen? Ja? Das sind wieder die Günstlinge, die die kriegen. Ja? Weil in einer Feudalgesellschaft musst du immer die bezahlen, die dich stützen. Ja? Und das ist halt die Frage, schaffen wir den Transformationsprozess, ja oder nein? Und wer fordert ihn ein? Und ich glaube, da ist die Jugend jetzt gefordert. Die muss jetzt dann marschieren anfangen. Ja? Und die darf sich eben nicht verschrecken lassen. Ja? So im Sinne von, jetzt haben wir ein Demonstrationsverbot. Ja? Irgendwann müssen wir dem auch wieder aufhören. Ja? Aber das ist das Spiel der Mächtigen. Und ich glaube, das muss man dann irgendwann durchbrechen. Ja? Ja, und was da passiert ist, war ja die Erzählung der Geschichte, die schwänzen die Schule. Was tun die eigentlich auf der Straße? Ja, klar, aber das musst du aushalten. Ja. Also jedes Mal, wenn eine Bewegung kommt von unten, die Politik wird das immer irgendwie schlecht machen versuchen. Ich war ja in Hainburg, ja, und das war ja auch am Anfang sozusagen der Versuch der Politik, die als alle Verrückte und Wahnsinnige da draußen darzustellen, die da in der Aussitzen und irgendwie das Kraftwerk verhindern versuchen. Aber das ist immer so, ja, das muss man aushalten. Aber im Endeffekt, wenn man an die Sache glaubt, ja, und ich glaube, also ich finde diese Friday for Future Bewegung, also das finde ich super, aber man muss an die Sache glauben, ja, und dann glaube ich, dann so wie die Öko-Bewegung, ja, also inzwischen ist, glaube ich, sind so viele Parteien schon viel Öko, also im Reden schon viel mehr Öko als die Öko-Bewegung, ja, aber zumindest eher vom Reden, ja. Aber im Endeffekt, glaube ich, haben wir ein ziemliches Bewusstsein inzwischen in der Gesellschaft erreicht, ja, und ich glaube, das muss uns gelingen, ja. Also sozusagen das einzige Konstante in einer Gesellschaft ist Veränderung, ja. Aber wir müssen uns schon wir sollten schauen, dass wir uns immer in die Richtung verändern, die man jetzt irgendwo den Dingen entspricht, die da jetzt auf uns zukommen. Und ich glaube, Klimawandel ist sicher etwas, mit dem wir uns jetzt wirklich intensiv beschäftigen müssen. Was mich da ein bisschen weniger optimistisch stimmt, ist die Tatsache, dass man auch beim Coronavirus gesehen hat, erst wenn er vor der eigenen Haustür steht und sichtbar wird, wird was gemacht. Ja. Beim Klimawandel ist es ja noch viel schwerer, ja, weil sich der viel längerfristiger abzeichnet und die Folgen schleichend passieren. Ja, ja, klar. Ja, das macht kein Duscher, ja, aber wenn man vergleicht vor 10 Jahren und heute, sieht man, da tut sich viel. Ja, das heißt, das im Bewusstsein irgendwie vieler überhaupt in der Wahrnehmung zu haben. Schwierig. Wobei beim Klimawandel ist es sehr spannend, dass die Diskussion darüber ist schon 40 Jahre alt. Ja? Und du hast auch Interessensgruppen, die in unterschiedliche Richtungen ziehen. Und natürlich ist es in den letzten Jahren ist es jetzt auch medial lauter geworden und wird besser aufgearbeitet. Aber reden wir mal schon 40 Jahre drüber. Nur es war halt sehr unterschwellig. Jetzt ist es mehr spürbar. Ja? Und auch die Probleme werden jetzt auch immer sichtbarer. Ja? Und es ist wirklich die Frage, wann kippt das? Ja? Also wann setzen sich die Interessensgruppen durch, die wirklich eine Veränderung in die richtige Richtung wollen und wann geben die beharrlichen Kräfte nach und springen auf? Das ist bei jedem so einem Paradigmenwechsel so. Ja? Am Anfang gibt es die Early Adopter und dann gibt es halt welche, die sind irgendwie noch nix und irgendwann müssen sie sich aber verändern, weil es nutzt eh nichts mehr. Ja? Das wird passieren, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Es ist nur die Frage, ob es rechtzeitig passiert. Ja? Mhm. Kathi, übersehen mir eigentlich viele Fragen. Frage an die Regie von unserer Seite, weil es schauen viele Leute zu. Frage, wie du zur WHO und RKI und deren Zahlenwirrwarr, die ständige Herabsetzung der maximalen Infektionszahlen, so wie R-Faktor stehst. Beziehungsweise, wer hat das Krisenpapier vom BK mit den 100.000 Toten anfänglich verfasst? Was habt ihr, glaube ich, also das, schon erwähnt? Also das Papier kann man sich immer noch im Internet anschauen. Das waren Mathematiker der Uni Wien. Aber es ist einfach, du hast die Frage zielt ja eher darauf hin, du hast eine Informationsüberflutung. Ja?
Und wie schaffst du das in diesem Informationswahnsinn zurechtzufinden? Ja? Und da hast du entweder die Möglichkeit, du hast eine Stelle oder zwei oder drei Stellen in einem Land, die so viel Vertrauen genießen, dass du einfach sagst, das sind die Institutionen, auf die ich schaue, die bearbeiten, also die bereiten diese Informationen für mich in einer Art und Weise auf, dass sie verständlich sind. Und das ist bei uns die AGES, ja, oder das Kundesministerium, und die müssen das einfach machen. Ja. Und in Deutschland ist es halt das RKI. Und weltweit ist es halt die WHO. Ja. Und jetzt kann man ja sagen, sie machen das gut oder sie machen das schlecht, aber das ist halt einer Job. Ja. Also Wissenschaftler, wir haben andere Datenzugänge. Also wir schauen, also ich hab da so meine, wir haben da ein bisschen andere Adressen, das sind eher die Adressen von so Evidence, also Centers of Evidence-Based Medicine oder Evidence-Based Policy, und die machen regelmäßige, aber du bist halt in einer Komplexität der Sprache drinnen, in einer wissenschaftlichen Sprache, die ist nicht mehr allgemein verständlich. Ja? Aber du brauchst eben Plattformen für allgemein verständliche Informationen. Aber ich finde jetzt nicht, dass so ein schlechter Job gemacht worden ist. Ja? Es ist eher am Anfang das Problem gewesen, wie kommunizieren wir in Gruppen rein, die Sprache nicht können? Oder in Gruppen rein, die schlecht hören, schlecht sehen oder nicht im Internet sind. Also das war am Anfang eher das Problem. Und ich glaube, das ist immer noch ein Problem. Aber ansonsten haben sie uns eh zugeschaltet, ja, mit lauter so Sachen. Interessanterweise ist ja die Beschallung hat so richtig angefahren, glaube ich, Ende April, wo ja fast alles vorbei war. Ja. Also das hat so mit einer Verzögerung, ja, so wie halt das Infektionsgeschehen. So. Das war irgendwie ganz spannend. Da, wo man es am meisten braucht hat, war eigentlich nichts. Ja. Und wo es dann eigentlich vorbei war, ist dann so richtig losgegangen. Ja. Da kann man jetzt nur hoffen, dass sich aus diesem Learning das besser kanalisieren lässt. Ja, also man muss für den Winter jetzt lernen. Ja. Also das, man muss sich echt überlegen, ja. Also wie kommuniziert man mit einer Bevölkerung Risiken. Ja. Und es gibt eine professionelle Risikokommunikation. Ja. Mit welcher Sprache, wie man Zahlen darstellt. Achtung, das gibt es alles. Ja. Man muss es halt nur anwenden. Ja. Und aber so schlecht ist das jetzt nicht gemacht worden. Ja. Aber es war halt irgendwie vom Timing her, war es für mich einfach nicht mehr stimmig. Ja. Also viele Dinge sind irgendwie immer dem Geschehen hinten nachgelaufen. Und das Problem war halt, nach dieser Eskalation am 30. März, ja, hat sich das Infektionsgeschehen hat sich immer viel rascher positiv verändert, sind wir doch froh, ja, als alle Modellierungen, alle Einschätzungen, auch meine persönliche. Ich war immer extrem optimistisch, aber ich habe nicht geglaubt, dass das so schnell runtersaust. Ja. Und dass es dann auch unten bleibt. Musst du mal überlegen, was wir seit Ostern machen. Wir haben die Geschäfte geöffnet, wir haben die Betriebe geöffnet, wir haben die Schulen geöffnet. Die Kontaktzahl ist aufgegangen. Schau mal an, was in die Parks los ist und was allein am Kanal in Wien Leute sitzen oder im Grazer Stadtpark. Es ist gigantisch, was inzwischen schon wieder los ist. Im Infektionsgeschehen ist das vollkommen blunzen. Ja? Das heißt ja schon, du hast jetzt ein paar vielleicht noch kleine Cluster, aber im Großen und Ganzen ist es ein Wahnsinn, oder? Das muss ja, ich bin echt happy, ja, weil ich mir denke, das ist viel, viel positiver, als ich immer gedacht habe. Ich immer gedacht, also wenn das jetzt so, da werden wir noch ein paar ordentliche Cluster haben, ja, und so mit UAA, ja. Aber nicht einmal das gescheit, ja. Und deswegen bin ich auch immer noch optimistisch, dass jetzt hoffentlich ein lässiger Sommer kommt. Ist es aber vielleicht viel jahreszeitenabhängiger, als man glaubt? Ja, sicher, natürlich, natürlich. Und das ist ja genau wieder diese Geschichte, ja. Also jetzt wird wieder die Geschichte erzählt, ja, es waren irgendwie die heilenden Hände des Messias, ja, oder von wem auch immer, der dazu geführt hat. Das ist natürlich ein Blödsinn. Ja. Also wir haben verschiedenste Maßnahmen, da waren wir ja alle dabei, das Infektionsgeschehen sicher beeinflusst und auf ein niedriges Level gebracht. Also wir haben viel dazu beigetragen, dass die Kurve sehr kurz geworden ist und auch sehr flach geworden ist. Wenn wir wenig getan hätten, wäre sie etwas höher geworden, also mehr Erkrankungs- und Sterbegeschehen. Und sie hätte sich länger hinausgezogen, eventuell sogar bis Ende April. Vielleicht sogar bis in den Mai hinein. Ja? Ja? Aber irgendwann wäre sie auch zu Ende gewesen. Warum ist sie zu Ende? Weil es immer so ist. Das ist immer so. Ja? Und also es gibt keine Pandemie, die so läuft, ja, sondern es sind immer solche Wellen. Ja? Und die sind halt einmal flacher und mal spitzer. Und das war eine sehr spitze Welle. Übrigens auch das Sterbegeschehen. Wenn man auf Euromomo schaut, wo die Übersterblichkeit gezeigt wird, sieht man, wie spitz dieses Sterbegeschehen war. Also diese Freakwave, sage ich immer, im Erkrankungs- und Sterbegeschehen, vor allem bei über 65-Jährigen, in den Ländern, die es wirklich heftig getroffen hat, ist schon ordentlich. Ja? Aber es ist sehr spitz und sehr kurz. Und was man jetzt auch in manchen Ländern schon sieht, ist diese Untersterblichkeit. Ja? Also jetzt, das zeigt ja schon, jetzt hat das Sterbegeschehen vorgezogen worden. Und jetzt sozusagen, es kommt eine Untersterblichkeitsphase. Mal schauen, wie lange die wieder andauert. Und in Österreich war halt sehr wenig. Also wir haben die direkten Schäden sehr klein gehalten, dass im Sterbegeschehen fast nichts zum Sehen ist. Ja, gut. Aber über die indirekten Schäden sollten wir halt auch reden. Ja.
Das ist so die Botschaft. Nur kurze Meldung nochmal aus der Regie. Entschuldige, ja. Flo, wenn ich dich unterbreche. Wir senden jetzt seit einer Stunde 52. Also es ist, war sehr, sehr konstant. Irgendeine Zeit ist abgelaufen. Wird mir gerade angezeigt, aber es läuft noch. Ja, wie auch immer, ich glaube, wir senden jetzt schon sehr, sehr lang. Es war eine wirklich hohe Teilnahme. Wir müssen, glaube ich, langsam zu einem Ende kommen, ja, weil die du Aufmerksamkeit... uns aus der Regie jetzt von dort aus einfach rauslaufen. Naja, ich könnte theoretisch jetzt einfach auf Stopp drücken. Das du hast die Macht. Ja. Nein, weil ich möchte noch zu einem... Weil ich gebe mich nicht mit dem zufrieden, aus Diskussionen zu sagen, ja, wir verfolgen das, die Diskussion und die Geschichten weiter. Das ist immer so ein bisschen wenig zusammenfassend, wenig konstruktiv mit Impulsen in die Zukunft gedacht. Darum möchte ich nochmal das Wesentliche versuchen zu greifen, nämlich wenn die Kurve wieder zunimmt, in den Herbst hinein gedacht. Winter. Winter gedacht. Da müsste man an und für sich hergehen und A, die Erzählbarkeit durch die Regierung, quasi eine Monopolerzählbarkeit der Regierung abflachen. Diese Kurve müsste abgeflacht werden durch einen höheren Bildungsgrad von uns allen, wo man einfach selber darauf schaut, viel mehr, was ist möglich und was kann ich tun, weil die Instrumente dafür jetzt auch eher geschaffen sind wie davor. Ja. Aber das da ist ich, richtig, oder? Ja, aber ich bin jetzt einmal, ganz optimistisch, ja? Ja. Und sage, wir haben jetzt so viele Monate noch vor uns, ja? Also jetzt bin ich optimistisch und sage, in den nächsten 5 Monaten haben wir sehr wenig Infektionsgeschehen, wenn überhaupt so einzelne Cluster, die werden wir relativ rasch erkennen und einfangen. Wirklich Großes wird nicht passieren, weil auch rundherum nichts Großes passieren wird. Ja? Optimistisch. Keine Ahnung, hoffentlich bleibt es so. Ja? Im Winter kommt die klassische Virensaison, aber wir haben 5 Monate Zeit. Ja? Also wir haben 5 Monate Zeit, viel darüber zu reden, ja? Und zwar nicht nur über den Virus und über die Parameter, sondern vielmehr über unseren gesellschaftlichen Umgang mit dem ganzen Geschehen. Was haben wir gelernt? Vielleicht reden wir auch über Politik und über Medien und Kommunikation und vielleicht reden wir auch über Vorbereitung, ja? Und vielleicht reden wir über Gesundheitskompetenz, ja? Und über alle die Dinge, die du dir gerade fragst. Also wir haben Zeit, ja? Und vielleicht tun wir es in Studios, vielleicht tun wir es im Hinterzimmer, vielleicht tun wir es in Medien, vielleicht schreiben manche Bücher, ja? Und, aber es ist wichtig, dass wir es tun, ja? Weil ich glaube, also beim Notarzt fahren, wenn wir einen Einsatz gehabt haben, der wirklich wütend war, und Gott sei Dank waren das nicht so häufig, also wirklich einer, da war immer ein Debriefing. Also es war immer ein Nachher miteinander reden. Das darf man sich jetzt nicht so strukturiert vorstellen. Es ist mehr beim Bierli oder bei einer Pizza oder so, aber es passiert. Es ist einfach wichtig, ja, dass man das ausredet, ja, was gut gelaufen ist und was nicht gut gelaufen ist und was man besser machen kann. Aber es war einfach gut, dass wir es gemacht haben. Und wir haben es immer gemacht, immer, ja. Und das kann manchmal 10 Minuten dauern, hat es eh selten, oder es dauert eine Stunde. Und wenn es 2 Stunden dauert, also wenn gerade kein Einsatz wieder ist, dann dauert es 2 Stunden. Ja? Und man sitzt einfach dort und quasselt über das, was da gerade gelaufen ist. Ja? Und das sollte man über die Pandemie auch machen. Aber wir sollten es, glaube ich, in einer unaufgeregten Art machen. Ja? Und wir sollten nicht so sehr polarisieren, wir sollten uns vielleicht auch zuhochen gegenseitig. Weil ich glaube, dass jeder Erfahrungen gemacht hat, ob privat oder professionell. Und ich glaube, dass jeder irgendwie seine eigene Lernkurve hat. Ja. Und das würde ich immer wünschen, ja, von einer Gesellschaft und auch von den Medien. Und ich würde auch mir von der Politik wünschen, dass sie das unterstützt und nicht konterkariert mit irgendwelchen Erzählungen. Ja. Also sie soll jetzt langsam aufhören mit den Erzählungen. Es ist eh gut gelaufen. Bis auf ein paar so Eskalationen haben wir eh viel Glück gehabt. Und es ist wirklich viel richtig gemacht worden. Man muss es ja auch sagen. Ja. Und, aber jetzt irgendwann ist mal Schluss mit Geschichte. Ja. Jetzt würde ich mal sagen, jetzt gehen wir wieder zur Sachpolitik. Das wird zwar nicht passieren, aber so gut wie möglich. Ich hoffe, dass andere politische Parteien jetzt da nicht irgendwie jetzt das nur zerfledern in Hackpolitik und das bringt ja nichts. Ja? Sondern dass man sagt, so, jetzt schauen wir, was wir gelernt haben, ja, und versuchen wir unsere Schlüsse zu ziehen. Das würde ich mir wünschen, das wäre irgendwie nett. Und wenn wir die Politik nicht machen, dann fordern wir es halt ein und machen wenigstens wir das. Ja? Martin. Besser könnte Schlusswort ja, sein. Ich hab's gewusst. Im Sinne der Zusammenfassung, du hast es geschafft. Ich muss ein Schlusswort schaffen. Ja, na, aber, du Flo, danke. Na, aber danke für deine Zeit. Ja, gern. Und ich weiß das echt zu schätzen, dass immer du wieder sagst, im Hinterzimmer rede ganz offen drüber, weil ja, nur so passieren in dem Hinterzimmer wirklich geile Inhalte. Ja, ich weiß. Das Hinterzimmer so ist sowieso Hinterzimmer Rocks, habe ich mir gesagt. Vielen herzlichen Dank. Ja, und unterstützt das Hinterzimmer. Wo ist die Kamera? Warte, ich muss noch die Warte. Gib mir kurz Zeit.
kurz einen Moment, ich kann das einfangen, ich kann das einfangen. Ja, weil das ist unsere Möglichkeit, weil wir, wie gesagt, das Rock'n'Roll nur über die Community Power machen, über hinterzimmer.tv/support. Support Hinterzimmer, ja, yes, jetzt, now. Jetzt, now. Und wir geben den Podcast natürlich online. Ja, sprich, super. Kann man hören, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, was auch immer. Ja. Und natürlich nachzuschauen auf Facebook. Ja, mehr, wirklich. YouTube. Also das meine ich ernst. Also ich glaube, solche Sachen gehören unterstützt, weil genau solche Sachen braucht es in einer Gesellschaft. Ja. Und deswegen finde ich das so gut. Ja, danke nochmal. Danke. Jetzt brauchen wir noch ein paar Getränke und wir verabschieden uns von den Livestream-Zusehern, die via Dreisat zugeschaltet werden, und geben zurück nach Wien. Bis bald. Danke. Dir gefällt das Hinterzimmer? Dann jetzt abonnieren bzw. alle Kanalvideos des Hinterzimmers anschauen. Und wir sind natürlich auch hörbar auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Bewerten, kommentieren und abonnieren. Würde uns freuen.